Und ich habe heute am 31. heute ist der große Schocktober wirklich. Heute ist der Tag, an dem ich euch ein bisschen schockieren will. Ich werde heute Abend noch mit Gnu spielen. Jetzt aber spiele ich mit meinen geschätzten Freunden und Kollegen, den Nils und dem Ede, zusammen Grounded. Und das ist ein Spiel, bei dem man durchaus Angst bekommen kann, denn man ist sehr klein, alles andere demzufolge sehr groß. Und es gibt Spinnen. Na, vielen Dank, Sie Arsch. Dann freue ich mich jetzt mal drauf und stelle die Leute live. Teil des Spaßes ist, dass er sich gruselt. Ja, aber es steht, es kommt direkt am Anfang, ohne dass man irgendwas... Ich dachte, er hätte das schon gesehen. Hat schon uns auch eingeschaltet. Wovon reden wir? Nee. Da nichts, meine ich. Ich weiß, dass es diese Spinnengeschichte gibt. Ja, ich habe die schon längst gesehen. Ich habe die aber nicht eingestellt, weil ich bin ein harter Kerl. Ich bin saukrass. Und es ist außerdem auch Halloween. Und ich habe Schocktober. Ich habe großen Respekt vor dieser Entscheidung. Genau, jetzt müssen wir noch kurz auf Simon warten. Sehr gut. Ich komme. Kann ich da hier noch was verändern am Charakter? Ich muss die Troller machen. Hier gibt es ja keine anderen Menschen. Das andere Dame. Ja, das ist auch eine Troller, die ist ja noch... Oh, okay. Also, gib mir eine Sekunde. Die ist ja noch uncooler. Die hat sogar ein Pflaster. Wie uncool. Ja, die hat eine skateboardende Katze auf dem T-Shirt. Also, ich bitte euch, Leute. Naja. Beschwerden bitte an nils@bödefeld.de. Nämlich wundert einfach, dass man hier nur sich so nur zwischen vier Charakteren auswählen kann. Aber jetzt guck dir mal den Charakter, guck dir mal Pete von Bödefeld an. Würdest du wirklich lieber der sein? Nee, das stimmt. Aber ich will Max sein. Warum hat der Ede wieder den coolsten? Naja. Der hat mich ausgewählt. So, Leute, seid ihr ready eigentlich? Ja, ich bin ready. Ja. Wie heißt denn unsere Welt? Birthday. Geburtstagsgarten. Geburtstagsgarten. Was ist denn das Ziel dieses Spiels? Wahrscheinlich. Groß werden, ja. Endlich groß. Wir sind geschrumpft, okay. Wir leben in einem Garten. Ziel ist es vermutlich, es gibt glaube ich eine Quest und so weiter, aber man kann auch einfach wunderbar rumcraften, exploren, looten, sich Waffen craften. Ich bin gespannt. Ich habe viel schon von dem Spiel gehört, es soll ja so toll sein. Ja, mir hat das auch jeder empfohlen. Gucken wir das? Ja. Erstmal, ne? Oh, so geil, 80s He-Man. Barbarian. Yoked Gurt. Das ist geil. Oh Mann, damals hat man einfach auch gerne nur die Werbung geguckt, ne? Ja, da hat man sich bei der Werbung auch noch Mühe gegeben. Es war einfach so. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. Shieldy? We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. Holy shit. They were last seen earlier this week. And the only connection between the teenagers... Stranger Things. Ja, wollte ich gerade sagen. Stranger Things, Mucke. High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. Oh, ich liebe so Szenarien. Da sind sie schon, Simon. Das sind Ameisen übrigens. Ich habe bei mir komische Grafikfehler, aber ist nicht schlimm. Das machen wir gleich. Muss ich da mal rumstellen. Marienkäfer gibt's auch. Oh, Obsidian ist das? Ja. Die New Vegas-Leute? New Vegas, genau. Mhm. Aha. Und Outer Worlds. Outer Worlds, genau. Das ist gefährlich. Ja, Outer Wilds und Outer Worlds. Ja, ich verwechsel das auch jedes Mal. Okay. Sieht ja wirklich genauso aus wie Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft. Ja, es ist super. Wir werden großen Spaß haben. Eine geile Idee auf jeden Fall, das als Survival-Setting zu nehmen. Ja, es wird echt Zeit oder wurde Zeit, dass das mal einer richtig macht. Du-du-dum. Koffer? Wow, Pete. Looks like you really stepped in it this time.
Oh, habt ihr gerade Sound? Wir sind im Koffer. Max, you're here too. Ich hab gar keinen Sound. Habt ihr Sound? Ich hab Sound. Ich hab Sound, ja. But where is ich muss nochmal reinklicken, jetzt geht's. Nikola, du hast immer noch Echo bei mir. Okay, ich guck mal. Also okay. Habt ihr euch alle ausgestellt bei Audio? Yes, gerade getan. Wo Sorry. Macht man das? Ne, bei mir ist nix. Also, ist ja weird. Okay, nur ganz kurz mal für meine Leute, die bei mir zuschauen. Ich habe so ganz komischen Grafikstrichfehler. Ich weiß aber auch nicht, ich versuche... Mir auch noch hin. Interagieren, abbrechen. Das ist ja komisch. Mal ganz kurz, ich mute mich irgendwie für euch, damit ihr das nicht mitbekommen müsst. Ich muss hier gerade, ich bin noch im Steuerungsmenü, wie immer. Gebäude umstellen. Okay, dann guck ich mal bei Simon, was da los ist. Nee, hat sich erledigt. Ich habe, glaube ich, einfach meine Capture-Karte hat, glaube ich, ein Problem. Manchmal erzeugt die so schwarze Balken, je nachdem, welche Frequenz und V-Sync an ist. Und dieser Balken wandert dann ganz langsam durchs Bild. Ist ganz weird. Ich schick dir mal ein Video, ohne Scheiß. Vielleicht hast du ja eine Idee. Ja. Ich frage seit einem Monat, Leute. Und ich raff's einfach. Hatten wir das mal, glaube ich, dass wir ein paar Mal die Frequenz umstellen mussten von der Grafikkarte, glaube ich. Sag mal, habe ich dich, Nikola, habe ich dich gar nicht in meinem WhatsApp? Das kann doch nicht sein. Nö. Das ist ja krass. Warum nicht? Du bist doch einer meiner wichtigsten Menschen hier. Leiten. Ich schick dir das mal, Nikola, ja? Jojo, gerne. Vielleicht hast du eine Idee. Also ich bin bereit, aber warum sind wir in diesem Koffer gewesen? Und der scheint ja für uns sogar gedacht zu sein. Ja, da sogar. Uns wird irgendwas initiiert mit diesem komischen, mit dieser Tube hier, oder? Ja, das ist wahrscheinlich, damit wir nicht sterben auf dem beim Transport oder so. Sauerstoff oder so. Ja, aber schon komisch, weil es in die linke Hand hineingeführt wird. Naja, interessant. Ich bin jetzt schon intrigued, weil ich mich frage, was soll dieser Koffer und warum sind wir hier? Und also normalerweise passiert man hier, kommt man ja in so eine Situation durch irgendein Intro, durch irgendeinen dummen Fehler oder so. Der Vater ist Wissenschaftler, baut Mist. Fotokamera. Braucht man Fotokamera? Der Nils ist schon weg, ne? Der Nils ist schon ganz woanders. Der hat einfach schon angefangen. Der ist muted gerade. Der hat einfach schon was aufgebaut. Ich starte bei mir mal eben neu, weil ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund keinen Spielsound mehr. Im Intro hatte ich Sound. Vielleicht wird dir das auf dem falschen Ausgabegerät ausgegeben bei dir. Aber ich hatte im Intro ja Sound. Ja, aber vielleicht hat sie es umgestellt dann. Ja, aber start mal neu. Ich glaube, das hatte ich eigentlich. Wobei du bist ja Host, oder? Ja, aber ich habe eine offene Welt gemacht. Okay. Boah, die Sensitivity muss ich noch unterstellen. Also ich bin jetzt schon begeistert, die Optik ist ja wunderschön. Wahnsinn, oder? So diese Unschärfe im Hintergrund und das ganze Gras und so, das ist Wahnsinn. Da liegt so ein riesiger Baseball. Hey. Oh nein! Ja, jetzt sind wir rausgeflogen. Also bin ich der Einzige, der alles richtig macht. Das ist ja, das noch, auch gerade irgendwie. Aber die Sendung hat auch gerade erst angefangen, Simon. Ja. Ich störe wenigstens die anderen nicht mit meinen Problemen. So, ich bin Max. Hey, was? Der coolste. Kannst du jetzt nicht einfach wechseln? Ich identifiziere mich doch jetzt schon mit dem. Kannst ja die Hups nehmen. Du mieses Schwein. Da hat er Hups genommen. Das ist unglaublich. Das ist die Technik. Das ist wie das Restart. Oh, dann nehme ich. Oh, nee. Ja. Ist alles weg. Es bleibt Hups. Ich hasse euch so sehr. Ich möchte nur, dass es einmal festgehalten ist. Unglaublich. Ich glaube, das ist häufiger festgehalten worden schon. Ja, aber jetzt ist es wirklich auch nochmal manifestiert in diesem Spiel. Manifestiert. Manifestiert. So geil. Also, okay. Sehr schön. Da sind wir. Oh, endlich Sound. Immer noch relativ schnell, okay. Ich hab's damals im Early Access ein bisschen gespielt, das ist auch eine Weile her. Angriff. Looten ist immer ganz geil. Es gibt hier Tiere, ne? Also nehmt euch einen Stein oder so, direkt zu Beginn. Stein. Wo waren das jetzt? Also die liegen auf dem Boden rum. Falls ihr von so einer Amöbe angegriffen werdet oder so, kann man die mit dem Stein zermanschen. Das tat schon weh. Man darf nicht einfach irgendwas essen, oder? Nehme ich an. Das ist wie immer im Leben, glaube ich. Ja, ich meine, ich will jetzt auch nicht sterben oder so, nur weil ich so einen von diesen Pilzen probiere. Wo seid ihr denn? Wie komme ich denn da überhaupt? Achso, hier. Einfach geradeaus weitergehen. Relativ einfach. Und hier ist schon so eine erste Base. Die hat hier irgendjemand hingesetzt. Bitte, verdammt auf uns. Ja, ich bin gar nicht weit. Ich bin nur... Komm her. Oh, geil. Habt ihr das jetzt auch gerade gesehen? Ja, haben wir auch bekommen. Ich glaube, es geht für alle dann.
Das ist ein bisschen wie bei Satisfactory, ne? Rüsselkäfer. Aber nur einer kann das Ding bedienen anscheinend. Rüsselkäfer getötet. Gibt's eigentlich einen Squad-Stream? Ja, ne? Haben wir. Ich gestartet. Ah, ja, läuft auch schon. Okay. Könnt Ausrufezeichen Squad in den Chat eingeben, dann seht ihr den Squad-Stream mit allen Perspektiven. Okay, alles was wir finden, erstmal analysieren. Bei C kann man die Rezepte aufrufen und dann craften. Ach, guck mal, ey, es ist so geil. Wir werden Rüsselkäfer haben. Eine Waffe wäre ganz gut. Ich habe noch einen Rüsselkäfer gekillt. Ich bin der Rüsselkäfer-Killer. Sollen wir dir helfen? Ede fängt direkt an, alles nieder zu metzeln. Ja. Findet was Essbares, ist es. Ja, benötigt ein Hackwerkzeug. Das haben wir noch nicht gecraftet. Dann essen wir doch mal einen Pilz und gucken, ob wir sterben. Keine Energie. Ups. Oh, ey! Sicherheitstest. Nee, Essen scheint zu funktionieren, diese kleinen Pilze. Du hast einen Pilz aufgesammelt. Verzehrbare Gegenstände kannst du im Inventarmenü. Ja. Wo ist denn das Inventarmenü? Oh, jetzt habe ich das. Das ist ja so geil. Ich bin in Liebe. Yeah. Wurde nur 1 bis 8 vielleicht? Okay, das stelle ich mir doch direkt mal auf eine andere Taste. Ist das Inventar natürlich. So, man muss auch essen und trinken. Ja, ist es bei mir. Ich kriege das Wasser, wenn ich... Geht beides. Hallo Freunde, seid ihr alle gut drauf? Wo ist denn hier Tab? Kann man das gar nicht neu belegen? Kann man hier oben auch schön den Baum lang das Harz weg sabbern hier. Oh, das ist ein Baseball! Ein riesiger Baseball! Okay, ich analysiere mal. Wow, ey, das ist sowas wäre als VR wahrscheinlich auch geil. Gibt's doch bestimmt, oder? Eine VR-Mod. Ey, wie kann man auf die First Person umstellen? Kannst du U drücken. Ich bin die ganze Zeit in First Person. Kannst du auf die First Person wechseln? Ja, ich glaube, es ist cooler in der First Person. Irgendwie hier, ganz kurz, ich zeige euch mal was. Hier in diesem kleinen provisorischen Unterschlupf, da ist so eine Maschine, der Ressourcenanalysator. Und immer wenn wir irgendwas Neues finden, können wir das da analysieren lassen und dann schalten wir uns sozusagen neue Sachen zum Craften frei, die uns dieser Gegenstand ermöglicht. Ich habe bereits zwei, drei Sachen analysiert. Unter anderem können wir jetzt ein Seil zum Beispiel bauen. Und das ist für uns alle. Aber wenn ich das mache, kriegen wir es alle. Okay. Ja, davon gehe ich mal aus. Ich kann das nicht benutzen. Oder kann das immer nur einer benutzen? Kann nur einer machen. Ja. Genau. Also es gibt zum Beispiel, jetzt können wir einen Stachelsprössling bauen. Das ist so eine Art Baseballschläger mit Stacheln. Okay. Und sie ist Crafting, da können wir das gerne ran, Ede. Milbenhut. Ich habe nämlich hier doch auch Sachen zum Analysieren. Aber man kann nur drei Sachen analysieren, oder? Dann muss man 10 Minuten warten anscheinend. Okay, eine Kieselaxt soll ich machen. Grobes Seil. Grobes Seil kann man craften. Ausrüstung und Schleppen. Eine Kieselaxt. Hirnschmalz-Freischaltungen. Gehirnschmalz. Was ist denn das? Freigeschaltet Level 1. Hier ein ganzes Rüstungsset. Okay. Also immer alles, gute alte Schule, einfach alles, was man sieht, erstmal nehmen. Auf jeden alles Fall. Erstmal wirklich krapschen. Das Inventar ist groß genug, ja. Ich kann auf jeden Fall hier nichts machen. Später braucht man das alles. Rohes Läusefleisch hast du entdeckt, Simon, sehr schön. Ja, und ich mache gerade ein grobes Seil, damit ich mir mal eine Axt bauen kann. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, man kann auch über das Kieselaxt. Mach ich auch. Menü kann man direkt das grobe Seil bauen. Das ist ja praktisch. Hergestellt. Was wollten wir? Eine Axt zum Looten wahrscheinlich. Distelstachel. Geil. Genau, Axt kann man dann hier die Palme, die Gräser abbauen. Kieselhammer. Kieselaxt. Was jetzt? Kiesel. Wie kriege ich jetzt das grobe Seil? Du musst erst ein Seil herstellen. Aus den Pflanzenfasern. Genau. Kleine grüne Dinger. Ihr könnt dann hier diese großen Grashalme könnt ihr schlagen wie Bäume. Oh, das ist ja so geil. Dann kippen die gleich um. Vorsicht, Bau, Grashalm fällt. Oh. Aber der sagt mir, ich benötige ein Hackwerkzeug dafür. Das kannst du bauen durch diese Kissel. Die kleinen Dinger kannst du so zupfen. Nee, dafür brauche ich ja das Ding. Nee, du kannst aber diese kleinen Pflänzchen da aufsammeln. Das ist hier, diese zum Beispiel. Pflanzenfaser. Wow. Das einfach aufsammeln. Was ist das denn Geiles? Okay. Aber woran, also eine Frage habe ich. Ich habe hier Sprössling stehen. Und ich weiß nicht, wie man die kriegen soll. Ich sehe die nirgendwo.
Wen suchst du? Stachelsprössling. Ein Sprössling mit hindurchgetriebenen Dornen. Ich habe ja auch nur Sprössling. Oh, hier sind kleine süße Knupsels. Was ist das denn süß? Oh, ich habe hier was gefunden, Leute. Hier sind Marshmallows oder sowas. Marshmallows? Nee, ich weiß nicht. Hier ist eine transparente Kiste mit irgendwas drin. Bist du hier bei mir? Ja, westlich von dir. Da kann man sogar hochgehen. Sprössling sind die etwas größeren Pflanzen, merke ich gerade. Kann man hier was craften dann? Ja, Ameise! Die Namepacks aktivieren, dann sieht man, wer wo ist. Eine Ameise! Ist das? Das ist eine Pflanze. Ich sammle die mal hier. Da verliert man die nicht so leicht. Ice Caps! Erstmal alles hier erkunden, ne? Erstmal alles looten. Klee ist. Ey, entschuldigen Sie bitte, haben Sie mich denn nicht gesehen? Ups. Ich check's einfach nicht. Wieso kann ich das Seil jetzt nicht bauen? Grobes Seil. Einfach draufklicken einmal. Also, wenn du bei der Kieselaxt, dann klickst du einmal aufs grobe Seil und drückst hier Space. Zutat schnell herstellen. Oder was auch immer du da gebeint hast. Na, jetzt habe ich ein grobes Seil und jetzt. Ich mir gleich einen Hut. Mach ich mir die Kieselaxt. Dafür brauche ich aber noch jetzt zwei Kiesel und einen Sprössling. Sprösslinge sind diese kleinen, großen Grünen. Kiesel habe ich. Ach, die mit den zwei Blättern, stimmt, ja. Wurzel. Was ist das hier Geiles? Achso, das ist diese. Sprösslingsbogen. Das ist hier so ein. Oh, diese geilen Süßigkeiten-Automaten hier. Ich sammle einfach alles erstmal ein hier. Alles mitnehmen. Du? Ich glaube, ich habe mich schon wieder verlaufen. Blattlaus. Großläusefleisch. So, jetzt müsste ich doch mal. Hier, jetzt kann ich doch die Kieselaxt bauen. Oh Gott, das ist die erste Spinne! Simon, komm her! Nee! Komm hierher! Oh, ich habe Gänsehaut, dieser Eklerregen. Oh Gott, die ist riesig! Oh, sie steckt aber zum Glück in einem Stein fest. Ich komme zu dir. Oh Gott! Wo bist du? Oh Gott! Ist das ekelerregend? Ich habe eine Ganzkörpergänsehaut. Wo bist du denn? Ja, ich hüpfe hoch hier. Ja, wo ist denn wieder? Oh, ich habe richtig Gänsehaut vor Ekel. Bei Simon? Na, ganz sicher nicht. Ah. Hier hinten, hier hinten. Oh, sie hat ihr Netz gesponnen. Ich rette dich. Nils, ich rette dich. Du brauchst keine Rettung. Das ist lieb. Rettung brauche ich gerade nicht. Ich bin nur ekelerregend. Oh, angeekelt. Hier ist ein Maikäfer, guck mal. Ja, das ist jetzt ein Marienkäfer, kein Maikäfer. Aber ja. Marienkäfer. Aber die gibt es ja auch im Mai, von daher passt das schon. Ey, soll ich den hauen? Oh Gott. Da drin, siehst du das? Oh. Ich komme her. Ist das eklig? Was? Ja, ich komme. Aber der Marienkäfer, sollen wir den töten? Nein! Da kannst du kannst töten. Fahren. Kannst alles töten, wenn das dein Ding ist. Hier, da in diesem Stein drin. Wo? Da kommen Beine raus. Da ist sie, da läuft sie weg! Oh. Oh, Spinnenweben. Oh, oh. Ich bereue gar nichts, dass ich nicht bei euch bin. Mein Gott, sie springt auf mich! Oh mein Gott! Ich sterbe. Oh Gott, Glück gehabt. Bist du gefangen? Ich hänge hier fest! Au! Ich bin tot. Oh, okay, ich hau ab. Ey, du bist. Okay, nee, sorry, aber da habe ich kein Mitleid. Also, das ist das Dünne. Ich steckte. Du kannst. Ich sag sie kommt das. Her. Sie kommt. Ich sag ihr das. Ich helfen. Ja, jetzt schimpf dich und rette mich. Okay. Rettet mich zurück. Noch 18 Sekunden. Was? Wie soll man das denn machen? Das ist doch eine Spinne! Oh mein Gott. Wir werden doch auch gefressen. Oh, ich ist alles wie immer. Erst lockst du mich in die Spinnenfalle. Oh. Aber, boah, macht dir viel Damage. Ey, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht. Nee, ich kann nicht klar. Hä, wo bist du denn? Ich bin tot. Tot? Achso. Ja. Nee, sorry. Oh Gott! Sie hat sich mit ihren vielen Augen hat sie mich gesehen und ich bin weggerannt. Nein, ey, das tut mir leid. Ich bin tapfer und alles, aber das ist, kannst du mir nicht zumuten. Warte, ich bin weggelaufen. Ich kann dir die wiedergeben. Ich hab ne Axt. Das ist ne Axt? Achso. Ja. Was Balden? Was kann man denn noch geiles craften? Die Axt hat er behalten irgendwie. Oh, das ist ja stark. Ey, wo kriegt man diese Distelstachel her? Weiß da, das jemand? Ich würde immer einfach mich umschauen, wie die Pflanzen so aussehen. Die liegen ja hier überall rum. Gibt's nicht im Labor so einen Gegenstandfinder?
Ja, der da, Rohstoffsucher. Damit kann man doch bestimmt keine Energie. Warum liegen keine Energie? Wollen wir nicht mal irgendwie ein Lager machen für die Grasplatten, anstatt die einfach ins Zelt zu legen? Können wir denn was bauen, ist die Frage. Wir können gleich richtig was craften. Wir müssen uns dann einen coolen Ort suchen, wo wir craften wollen. Werkbank kann man hier auch bauen. Dafür brauchen wir 3 Grasplatten. Ja, die haben wir. Aber wie benutzt man die denn, dass der im Inventar checkt, dass man die hat? Weil der trägt die ja nur. Also, jetzt habe ich 3 Grasplatten. Jetzt brauche ich noch 4 Sprösslinge und 2-mal Saft. So, pass auf hier. Saft ist glaube ich, auf Essen drauf oder so. Oh Gott, noch mehr. Wie können wir denn nehmen? Okay, ich kann maximal 5 nehmen. Hier rechts neben dem Zelt haben wir die jetzt erstmal da hingelegt. Okay, dann lege ich auch dahin. Ey, ich habe voll Durst, ich sterbe gleich. Hat jemand was Leckeres? Wie kann man die nochmal wegwerfen? Oh, ja. Ablegen. Mit G. Guck mal, ich habe hier was anderes. Trockener Grasbrocken. Ich muss hier erst Simon Wasser. Ja, ich kann den reaktivieren. Gib den mir einfach. Wo hast du Wasser gefunden vorhin? Ich habe kein Wasser gefunden. Nee. Oh Gott. Kein schmutziges Wasser? Oh no, jetzt brauche ich schmutziges Wasser. Ja, Piet braucht was zu essen. Ach, hier ist Wasser, ja. Ekliges Wasser. Egal. Rein. Aber wir brauchen Saft. Da. So, Leute, das sieht ja aus. Der Papa räumt hier direkt mal wieder auf. Enter? Verbrauchen? Okay, ekliges Wasser drauf. Oh, wir haben auf jeden Fall viel Blätter. Oh Gott. Aber wir brauchen, glaube ich, dringend mal so einen Grill. Einen Grill? Ja, gut. Wir müssen irgendwie mal was zu essen herstellen können, sonst sind wir gleich alle tot. Spießgrill. 4 Kiesel, 3 Sprösslinge. Trockener Gras. Trockener Gras. Ja, okay. Ey, was ist eigentlich? Was ist denn dieses elektronische Gerät, was da in der Mitte steht, mit den Laserstrahlen oder was das ist? Laserstrahlen? Ja, da ist so ein. Ach, da wo ich stehe, ist so ein komisches Gerät und da sind 3 Kameras drauf gerichtet oder Laserpointer. Irgend sowas. Vielleicht waren wir da mal. So, wir brauchen trockenes Gras. Und wurden dann geschrumpft oder so. Ist auf jeden Fall kein normales Instrument. Eines höheren Rangs. Ey, ich hab mega Hunger. Da ist Wasser. Oh Gott. Hier ist überall Wasser. Wir sind in den Baumfällen. Nee, hier richtiges Wasser. Wassertropfen. Tautropfen. Ja. Oh, das ist ja geil. Jetzt wird's kritisch. Mann. Hier ist Klee gewesen. Ich brauch trockene Grasbrocken. Sind das nicht diese Dinger hier? Also ich finde keine Distel. Dornen oder was das ist. Ich verhungere gleich. Ekliges Wasser trinken. Kann man nicht so. Wird ja halt schlecht. Vergifte dich ein bisschen. Genau, ja, dann hast du sehr viel Hunger. Ja, ich muss auch dringend was essen. Leute, ich bin unter Wasser. Hat einer von euch trockenes Gras, also irgendwie gefunden zufällig? Ja. War das hier, warte mal. Da, ich hab was. Da. Am Eingang was. Ist nur eins. Wow, look at the size of that egg. And? Honestly, I'm just glad it's not big enough to squish. Okay, ich glaube, wir brauchen Strom für den Rohstoffsucher, dann können wir uns die Dornen suchen. Craften, Spießgrill. Also sag mal Bescheid, falls irgendeiner Dornen sieht, ansonsten habe ich hier, gebe ich das auf. Ja, wir haben ja aktuell schon einen Axt. Oh, eine rote Ameise, Arbeiterameise meine ich. Ameise? Nee. Ich habe sie getötet. Ich habe dafür gekriegt einen roten Ameisenbrocken. Willow. Oh ja. Sometimes an ant is just... Oh geil, ich brate mir was. Indeed. Ach, du hast was? Ich hab mir einen Grill gebaut hier und da habe ich so eine kleine Blattlaus reingemacht. Oh ja, gut. Die wird jetzt hier geröstet, ich brauche sie sehr, sehr dringend. Wie, du hast was drauf. Nee, du musst, glaube ich, warten. Ich kann was. Ich kann braten drücken. Ah, geil. Das ist weg. Oh ja, hängt mehr drauf. Ach, guck mal, passt noch eins drauf. Wann ist das fertig? 3 Dinge drauf. Alter, hier ist ein Mikroprozessor oder sowas. Was ist das eigentlich? Ich bin gleich tot. Ich muss. Ist das jetzt fertig? Wo siehst du denn? Ach, da links den Hunger. Okay. Ja. Nee, rechts ist der Hunger, oder? Und links ist das Trinken. Wegmarkierung. Übermittelt ein anpeilbares optisches Signal, damit du deinen Weg zu einem Ort zurück. Ich hab was Neues dran gehängt. Ja, fantastisch. Oh, ich sterbe auch gleich. Das ist gut. Oh. Okay, da können wir jetzt einfach Leckerlis. Nee, jetzt das ist doch super. Da, jetzt müssen wir nur so ein paar Blattläuse oder wir können irgendwelche Insekten töten. Wenn wir ein Püriergerät haben, können wir aus Pflanzenfasern Pflanzenbrei machen. Das ist eine dunkel gerade. Ich glaube, wir sollten uns mal ein Zelt bauen oder so. So, ich hau mal noch. Es gibt Tageszeiten. Oh, das ist nicht gut. Nee, das ist falsch.
Das hier. Nee, das ist Gras. Nee, ich will dieses. Und wie kann man die essen? Ach so, man hat die dann im Menü. Geil, es geht ja. Auswählen. Augenklappe. Wir sterben doch noch nicht. Unser 30-sekündiger Milden. Könnte man ein Zelt bauen? Trockenes Gras, hast du mal wieder den. Das brauchen wir. Sehr gut. So, dann hier ist. Oh, Wasser, Wasser, sauberes Wasser. Ein klebriger, brennbarer Schein, den Wurzeln ins Wasser gefallen. Gefunden. Oh. Ja, so. Es gibt Tautropfen und... Ja, das sind die. Immer noch leichter Grisselback, aber das wird gleich besser. Tautropfen kann man trinken, die liegen auf dem Boden rum. Und sind sehr, sehr lecker. Kann ich euch empfehlen. Tautropfen. Ja. Ah, du baust hier vier Sachen zum Schlafen, das ist natürlich sehr hervorragend. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt baue. Ja, auf E. Nee, E kann ich drehen. Wo findet ihr die Tautropfen oben? Vom Blättern, ne? Ach, drauf zielen und dann E drücken, oder wie? Ja, soll ich das... Läusehonigtau habe ich gefunden. Ah ja. Sicher auch gut. Super. So, und ich baue jetzt mal eine Werkbank. Ja. Was fehlt mir dafür? Sprössling und Grasplatte, aber die Sprössling und Grasplatte habe ich doch eigentlich überall. Glasplatten habe ich da links oben raufgelegt. Ist das ein Sprössling? Nee, das ist eine Faser. Oh Gott, Kleeblätter müssen wir abhacken. Habt ihr schon diese Tropical Punch Dose gesehen? Büchse mit Getränk? Da ist Eduard Laser drauf. Ihr werdet die auch noch sehen. Die ist wirklich Hammer. Muss gerade schon gut schmunzeln. So, sehr gut. So, jetzt baue ich hier mal einen Dingsbums. Ihr werdet begeistert sein. Dann können wir gleich schlafen, bis es dunkel wird. Ja. Oh, Sprösslinge fehlen noch. Diese kleinen Insekten, die hier durchwieseln. Ich finde es kein Tau. Und ich schmeiß mich hier. Der liegt einfach ganz selten, liegt irgendwo ein kleines, herrlich, kleines Bläschen auf dem Boden. Oder hier, Eddie, wo bist du denn gerade? Ich bin hier in der Nähe. Groß. Werkbank. Ey, diese Blattläuse sind super schnell. Genau. Ach, das wird einem ja sogar angezeigt. Das wird dir angezeigt, genau. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja lustig, in Zentimetern. Hat einer hier die Grasbüschel, die ich hier oben raufgelegt hatte, weggenommen auf die Maschine? Ja, offensichtlich. Ne? Oh, was ist das? Achso, nee. Saft! Hier ist Saft! Ja, mitnehmen, dann können wir uns tolle Dinge bauen. Ich hab Saft. Da oben ist Tau, aber wie komme ich da dran, indem ich hier... So, zack, und jetzt lagert. Bauen wir ein... Sollen wir diese Ladybugs killen, oder ist das eher Quatsch? Tja. So ein Marienkäfer? Also ich kille alles. Ich glaube, darauf kann man ein bisschen reißen. Also man kann sich draufsetzen. Okay. So. Das sind so gleich öffentliche Busse. Öffentliche Nahverkehr. Alles, was mehr als vier Beine hat, hat kein Recht zu leben. Leute, jetzt. Guck mal hier. Baue ich mir erstmal das hier. Eichelschale brauche ich noch. Aber ich bin noch nicht beschnitten. Das ist echt. Ja, ich verstehe. Eieiei. So, geil. Man kann bestimmt so eine Wasseraufbereitungsanlage bauen. Stimmt, da kann man das dreckige Wasser sauber machen. Ja. Ich glaube, die Ameisen sind unsere Freunde. Ja, die sehen ganz nett aus. Ich habe welche gekillt. Oh Gott. Okay, gut. Ich auch schon, das passiert. Hey, little aphid. Oh, no need to be shy. Ist das so? Ja, man kann auch Sachen umstellen, nach wie praktisch. Das ist eine Laus gewesen. Also ich habe einen Tic-Tac. Also die Läuse kannst du sammeln und dann schmeißt du die auf den Grill. Okay. Und du kannst die braten. Shit. Ich habe einen Grill gebaut. Da kann man Sachen markieren? Meine Laus ist fertig. Na, mal schauen. Oh, wir langsam kommen wir rein. Tastenbelegung. Interagieren, Fotokamera. Bisschen. Das ist der Gras mal hier sammeln. Ja, nee. Oh. Sehe ich das? Man kann auch so ein bisschen sich so hochleveln. Ich mache mal so ein kleines Lager hier, wo ich mal Blätter stapel. Die hüpft die ganze Zeit, die provoziert mich die Laus. Komm her. Lass sie drauf ein. Das ist eine Falle. Du sollst sie einfach nur mit einer Axt erschlagen. Nee, ich finde keine Option zu markieren. Das brauchen wir auch. Ich höre sie doch, wie sie mich verspottet. Wo bist du? Ich höre da auch ein... Du Arschloch! Sollen wir dir helfen mit der Laus, oder? Ach, so ein Quatsch.
Hast du sie gerade gesammelt? Nein, aber ich, war das deine Laus? Die, das war meine Laus. Aber ich habe sie trotzdem nicht gesammelt. Die ist einfach weggehüpft. Guck mal, hier ist ein rotäugiges Ameisending. Also wenn du, echt dunkel. Wenn du sie angreifst, musst du natürlich auch alleine mit ihr klarkommen. Ich mach das. Nicht wieder um Hilfe betteln. Sie ist kaputt. Kräftiges und ich habe zweimal rote Ameisenbrocken. Ne, plus zwei. Das kannst du vielleicht braten auf dem Grill. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, alles tierische Proteine, Fett, whatever. Oh, geil. Was ist das? Feuerzeug? Nee. Ah, das ist eine Saftflasche. Ah, wie kommt man an die Tropfen oben ran? Kommt man gar nicht ran, ne? Das Tau. Fällen vielleicht? Einfach auf dem Bau. Ja, nee, da brauchen wir krassere... Ameisen. Waffen für. Was ist das? Ameisenmandibel. Da hinten ist unser Dings. Das geht mir auch mal wieder. Feuer. Ekliges Wasser. Eichelschaufel. Ist das schon eine Eichelschaufel? Lager. Du brauchst dafür dieses Eichelding halt. Von der Eichel. Logisch. Und habe ich noch keine gefunden bisher. Kann. Wieso kann ich das jetzt nicht bauen? Grobes Seil. Habe ich doch jetzt 18 verfügbare Pflanzenfasern. Wieso kann ich es nicht bauen? Zutat schnell herstellen. Space geht nicht. Stehe ich einfach nicht. Oh, ich muss was essen. Was mache ich falsch? Ist was. Schnell. So, Pflanzenfasern. Und achso, wir brauchen natürlich auch dringend mal jetzt eine Fackel langsam. So kann ich das den Scheiß nicht bauen. Fackel. Klick auf das Seil. Mach ich doch. Inventory. Ah, okay. Hier links muss man hinklicken. Champion of the Sun. Hallo, Freunde. Chat hat wie immer recht gehabt. Ist schon immer recht. Du bist überrascht. Ja, aber ist auch schon ein bisschen eklig, immer recht zu haben. Das nervt. Schrecklich. Was ist das? Faserverband. Faser. Austin Powers. Faser. Was wollen wir noch? Wir wollen diese Pflanzen. Spießgrill. Haben wir sowas schon? Yes. Ja, haben wir. Da, die sind das. Steht bei den Pflanzenfasern, das brauchen wir, ne? Jetzt eine Taschenlampe, wenn man was. Fackel kann man bauen. Fackel, ja. Fackel ist easy. Fackel. Kretisch, normaler Stuhl, Saftleuchte. Da, das können wir haben, genau. Ja, Pflanzenfasern, herrlich. Sind die böse? Was wollen die hier? Welche? Die Rüsselkäfer? Die sind ganz schön nah bei uns. Wie kommt man aus diesem Gerät wieder raus? Ich bin da irgendwie reingefallen. Nein, okay, warte mal, gibt's hier einen Ausgang? Hau mal so einen. Ist okay, verbauen. Ich stell mich mal drauf, vielleicht fährt's runter. Nee. Hab ich ihn eingesammelt? Ach so, aber... ja. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann mir eine Leiter bauen. Zu essen. Den brate ich mir hier. Leiter? Nein. Gibt's nicht. Leute, guckt mal! Ich hab uns eine Wandlampe. Stark. Nice! Oh, sehr schön. Nice. Das gefällt mir gut. Das ist doch schön, oder? Jetzt ja, sag mal jetzt. Ja, sag ich doch. Sehr schön. Wir müssen herausfinden, was einen dieser Laser schwächt. Da müssen wir, glaube ich, als nächstes mal hin. Das ist, glaube ich, tatsächlich die Quest. Die ist klein vielleicht. Quest dann, ne? Ja, denke ich auch. Nach Hause gehen. Ah ja, das ist die nach Hause gehen Quest. Was können wir denn machen? Ja, will einer mit? Ich wäre auf jeden Fall dabei. Wohin? Los. Was willst du machen? War der Dunkelheit? Faserverband. Ich bin hinter dir, Simon. Nee, ich frage dich zu dem Laser und gucken, was den so schwächt. Welchen Laser? Hier, vor uns. Über uns. Über dir. Nee, Haube. Und da willst, wo willst du da hin? Zu der Antenne da hinten? Ja. Okay, let's go, komm. Ja, warte, es ist doch Nacht. Ja, dann warten wir. Also, wir haben kein Licht, ne? Ja, du hast recht. Komm, wir haben doch hier vier Zelte, da könnt ihr euch kurz hinlegen. Und dann? Gut, komm. Können wir dann die Zeit skippen, wenn wir alle zusammen ins Zelt gehen? Schlafe 8 Stunden. Kopf. Ach, guck mal, jetzt brauche ich noch Beine. Das waren noch keine 8 Stunden. Ich muss auf euch warten, das kann ich. Ja. Warte auf andere. Kommt mal alle schnell ins Zelt, dann haben wir gleich wieder Tag. Komm, Nils. Ja, ich bin da. Das ist mein Zelt hier. Achtung, Aufwachzeit bei Dunkelheit. Oh, das ist doch nicht so gut, oder? Was? Ach, wieso? Mein Fleisch muss ich mir da mal wieder runternehmen. So, hat jeder ein Zelt? Ich stelle mich mal auf meins drauf. Gut, ja, dann let's go. Wollt ihr schlafen? Nicht, dass jetzt wieder einer wach bleibt. 8 Stunden, Space. So. Und drück R für Respawn-Punkt setzen. Aufwachen oben, was? 5:05 ist doch gut. Das klappt irgendwie nicht.
Schlaf 8 Stunden, okay. Ja, wenn ich jetzt Space drücke, einer ist noch nicht ready. Starte ich direkt wieder. Jetzt geht's. Gute Nacht, schlaft schön. Schlaft schön. Okay, was passiert in unserer Abwesenheit? Lass mal aufstehen. Ah, schön, da Morgendämmerung. Boah, das ist sehr unrealistisch, als ob wir so früh aufstehen. So, jetzt können wir den Ausflug machen zum Laser, Simon. Yes. Ja, lass mich gerade diesen Wassertropfen hier mal runterholen. Oh ja, auch schon besser. Ich muss was essen. Wie esse ich denn? Ich habe noch gar nichts gegessen. Braten, kann man hab ich dir doch gesagt, das Fleisch braten musst du. Ich habe welches Fleisch? Alter, du hast doch so Tiere gejagt. Habe ich dir doch gesagt, hau die auf den Grill. Simon, soll ich den mal fällen? Nee, erklär mir einfach, wie ich einen Stein werfe. Ach so, ich weiß es doch nicht. R? Ah ja, R werfen, ja. Aber stark. Wir auch Wasser. Das war ja. Okay, nein, der sind schmutzige Wasser. So eine Scheiße. Ihr müsst frühstücken auf jeden Fall. Also auch was liegen vielleicht. Und die wichtigste Mahlzeit des Tages, da hast du recht. Habt ihr einen Respawn-Punkt gesetzt bei den Zelten? Ja, nee. Ich mach mir erstmal schnell was zu essen. Okay. Hier, ja, ich hab für euch mitgemacht. Könnt ihr schön mitessen. Aber ich brauche immer noch Wasser. Oh, ich hol mal schnell. Ja. Dann doch ekliges Wasser trinken? Nee. Hier ist noch Wasser. Püriergerät. Wo ist das Püriergerät? Ah, da. Ja. So, das. Ah, stark. Geil. Schön die Dusche abbekommen. Also das mit dem Stein abwerfen funktioniert super. Was ist das? Oh, was haben wir denn hier? Oh, Löschhonigtau. Ich wünsche, es gibt hier manchmal so Tautropfen, ne? Ja, die werden markiert auf dem. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, wer möchte mit zum Laser? Ich. Dann warte ich auf dich. Willst du noch was essen? Ja, schnell? Ich will auch mit, aber wollt ihr nicht auch was trinken oder so? Ja, da liegen ja überall Wassertropfen. Wo denn? Ich suche gerade welche. Guck mal, da ist einer 32 cm. Ja. Genau. Oh, und dann wirf einfach einen Stein drauf. Geschmissen. Du Schwein. Dir wird das doch markiert, oder? Nils. Wo denn? Oben sind noch Wassertropfen-Icon. Wo? Da hier zum Beispiel, komm mit. Jede? Hä, aber wo siehst du das? Ja. Das willst du den Braten nicht einfach groß markiert? Genau, über mir. Achso, ich wollte nicht jemanden wegziehen. Nee, ich hab ja für zwei gemacht. Ich hab schon. Achso, gut, dann nehme ich den. Aber das muss man fällen oder wie komme ich da? Nee, jetzt kannst du einen Stein nehmen und mit R werfen. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich meine Axt geworfen. Und drück R. Na, daneben. Bis ne. Okay. So, von mir aus können wir los. Gut. Ach was, bleib stehen. Ja, wartet kurz, ja, ich muss mir Wasser saufen hier. Okay, wir gehen jetzt zu dem Laser. Laser? Nichts hast du gewonnen. Ja, warte doch einfach mal eine Sekunde, ich musste was trinken, damit ich nicht tot umfall. Ja, wir können es doch da treffen, ist doch alles gut. Wir sind ja auch noch nicht da. So. Das sind doch nur 60 Cent. Aber mir wird das Wasser gar nicht angezeigt. Also ich check oder habt ihr irgendwas gedrückt? Nö. Taste. Achso, Y vielleicht für zum. Nee. Was anderes. Ah, ich hab gefunden, was das Kabel anschmort. Bestimmt irgendwelche Tiere. Ja, genau, irgendwelche Milben. War so klar. Los! Die kriegen wir weg. Wieder mit den Milben. Ja, stark. Gibt schon noch weiter hier. Oh ja, war so klar. Die kann ich ja mal ausmachen. So, seid ihr Milbis? Da unten. Tja, müssen wir jetzt da. Also das Kabel geht Fackeln in die Erde rein. Gehen. Ich weiß nicht, ob wir da hinterher sollen. Ja, auf jeden mehr. Fall. Ja, klar. Da hoch? Nee, da runter. Oh, ja, ja, ja. Also wir müssen auf jeden Fall da hier rein. In die Höhle rein. Ja, habt ihr schon eine Fackel? Wir haben noch keine Fackel. Ah, doch. Okay. Doch, du hast eine Fackel. Dann alle ja, hinterher. Gut. Oh. Ah ja. Ja, sehr wollt gut. Ihr vielleicht auch warten auf die ohne Fackel? Das ist lustig. Wir haben alle keine Fackel. Oh, ich freue mich jetzt schon auf. Was sagst du dazu, Nils, zum Thema Warten? Wo ist er? Ah, wir haben Friendly Fire, oder? Ah, ist okay. Au. Ist gut. Ey, wo sehe ich denn an meinen Health? Nicht? Sieht nicht gut aus. Vorsicht, ihr lauft an den Dingern vorbei, ne? Ja. Die fallen euch in den Rücken. Das sind diese Headcrabs, oder? Wir sind Milben einfach. Aber nur ganz normale kleine Milben. Aber können Milben wirklich Kabel an? Haben wir sie alle? Angrapschen, ich weiß nicht. Hat einer zufällig eine Dings gebaut? Ein Hammer? Ja, da sehe ich doch einen. Stark. Alles da. Tag, Simon. Das machst du gut. Weiter, los. Hau da richtig schneller, bitte. Wir warten, Simon. Da! Geht nicht mehr.
braucht. Über den läuft dann durch? Da in Simons Hammer wird gesagt, rein. Brauche ein Brechwerkzeug. Ja, du hast die falsche Waffe jetzt ausgerüstet. Nee, ist das ich habe dieselbe oder? Wie eben. Die ist nur, glaube ich, kaputt. Oh, wir ja, haben durchsneaken. Ist das nicht dieselbe? warte mal, wie? So, da. Doch, es ist genau dieselbe, die ich eben auch hatte. Echt? Aber ja. Also, kann ich mal gucken? Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt geht's eben. Gerade hatte ich die Anzeige. Ich kann es nicht ändern. Kann das sein, dass du aus Versehen mit dem Mausrad oder so zwischen Axt und Hammer? Das ist völlig unmöglich. Unmöglich. Marmor, ey. Guck mal, hier sind richtig Marmor. Ressourcen, Simon. Du kannst uns hier mal richtig was bauen. Vielleicht finden wir Eisen und... Hier ist robuster Marmor, Leute. Das ist bestimmt super wichtig. Geht nicht. Höheres Rang. Höherer Rang. Für das Werkzeug. Ich habe jetzt auch so eine Axt gebaut. Also, da brauchen wir zwar die rote Ameisenkeule. Und dafür, also wenn ihr Ameisen findet, sagt Bescheid. Was für ein Ding? Ameisen. Und so aber Nils, ich glaube, wir können jetzt... Lieb. Ja? Was denn? Das ist so geil, Alter. Ja, was ist los? Du bist der mit der Fackel. Was? Wir müssen hier hell auch nicht. Ist es für euch dunkel? Achso, ich check gar nicht, dass es für euch dann wirklich so dunkel ist, weil hier kommt ja Licht aus dem Dach. Praktisch. Ja, dann lass uns wieder raus. Ich glaube, das erste war erstmal die Milben platt zu machen. Das haben wir ja, glaube ich, geschafft. Ja. Und die Suche, die Maschine woher wisst ihr denn, dass es keine mehr gibt? Weil die Quest ist weg. Die Quest ist erledigt. Ah, die Quest ist erledigt. Okay, es gibt Quest. Ja. Und da suche die Maschine weiter. Ja, ich soll mal einen Faserverband herstellen. Oh, wirklich, wenn einfach alle Tropfen. Amnesie und haben keine Ahnung, wie wir hergekommen sind. Es wurde nicht erklärt, wie wir hergekommen sind, oder? Also sonst darüber hinaus, warum wir da reingehen und so, wer uns da reingeschleppt hat. Ich finde das Spiel ganz fantastisch, muss ich sagen. Ja, es ist sehr, sehr spaßig einfach schön aus. Zu spielen. Wahnsinn. So, untersuche die Maschine weiter, ist die Quest. Wir können uns ja erstmal ein bisschen ausrüsten. Hier sind noch ganz viele Milben. Da finden wir auch endlich mal diese Stacheln und können dann bessere Waffen bauen. Ey, ich muss aber. Nico, ey, wie? Das mit dem Tau? Was? Wieso sehe ich das nicht? Oh shit, kann mich jemand, ey! Oh, ist jemand. Ich muss kurz die Milben. Die spawnen da! Das ist ja frech. Wo seid ihr? Bei Simon. Oh, dir hilft. Oh, hier sind aber viele. Oder jetzt. Achtung, helfen. Danke. Kannst du mich verteidigen? Hinter dir ist noch eine, ja? Soll ich jemanden zur Hilfe eilen? Jetzt. Ja, nee, passt. Wir haben überlebt. Thanks, buddy. Oh. Okay, cool, danke. So, ja, immer für euch da. Eine Idee, oder? Wir brauchen unbedingt irgendwas, um Wasser clean herzustellen und nicht mehr den Tau fangen zu müssen. Ja, ich dachte, vielleicht kann man das direkt. Alter, hier sind ja richtig abkochen. Schöne Blumen. Ich bin im Blumengarten gelandet oder so. Da kommt auch die Bienen, pass auf. Also, den Laser haben wir repariert, immerhin. Das war schon mal gut. Ja. Wir müssen noch Zeug analysieren. Oh Gott. Eine Rüstung herstellen. Meine Gegner. Boah, die machen aber ordentlich Schaden. Wir müssen einen Kiesel im Ressourcenanalysator. Alter, ich bin ja schon am Haus, Leute. Gehst du in dein Kinderzimmer und versteckst dich. Das müssen wir nochmal machen. Hier sind kranke Fliegen. Vielleicht haben die gedüngt da und da kann man deswegen nicht zum Haus gehen. Infizierte Fliege. Ach du Scheiße. So, was ist hier Map? Gibt's hier irgendwie Radar oder was? I don't get it. Wie sah das aus? Es gibt eine Karte auf Tab. Oh, was? Ja, aber ich. Das mit dem. Bisschen kompliziert, aber. Ja. Analysiere jetzt einen Kiesel. Baseball. Was? Tja, Wasser ist so ein Ding, ja. Oh. Ach, was? Hammer. Pilzauswuchs. Ja. Da hier ist eine Ameise, eine rote. Aus Versehen vergiftetes Wasser getrunken? Dann verlierst du wahrscheinlich gleich Leben. Nahrung zumindest. Ja. Oh, ich verliere hier dauernd Energie. Ich bin außerhalb der Tor. Ich bin hier, sie. Schmalz. Hey, ich verliere voll Energie. Okay, wenn man zu nah ans Haus geht, stirbt man. Brauchst du einen Krallenanzug? Ja, da kriegst du so einen. Ja, kriegst du so einen. Oh, geil. Ja, ich glaube, die haben da schon irgendwas gesprüht, damit man die ganzen Insekten nicht reingehen. Scheiße, jetzt bin ich fast tot. Wie kann man sich heilen? Es gibt so Verbände, die du herstellen kannst. Ja. Bei diesem Plus-Menü. Faserverband. Aber dafür braucht man Saft und das ist halt auch. Der klebt an den. Der Saft hängt immer an Ästen. Ja. Aber kann das sein, dass ihr. Hast du irgendwie einen Scanner oder irgendwas gebaut oder so, dass du das. Es gibt einen Ressourcenscanner. Den können wir doch nicht benutzen, soweit ich weiß. Aber ich check im Labor.
Ich würde gerne wissen, wie das bei dir aussieht mit dem Wasser. Jetzt sehe ich auch gerade kein Wasser mehr. Das aber war vielleicht alles, was der Faserverband zurückgebracht hat. Das ist ja läppsch. Hier steht noch keine Energie, das ist eigenartig. Wenn wir den schmeißen können, wäre super. Ich wüsste so gern, wie du das machst. Oh, ich muss was trinken. Ja, wir alle. Oh, ein Riesenbug. Ja, alle haben Durst. Wir haben nur dieses dreckige Dreckswasser. Aber man kann doch bestimmt hier irgendwas... Es gibt noch eine Trinkflasche, aber das hilft auch nicht. Verpiss dich doch mal, du dumme Ameise. Man muss doch hier irgendwas... Trinkflasche. Stuhl. Dafür braucht man... Vielleicht müssen wir das auch abkochen. Madenhaut. Nee, es geht ja nicht über den Spießgrill. Hier ist was zu trinken. Weiß das einer im Chat, wie das geht, diese Tau-Dinger ausfindig zu machen? Oh, kann mir jemand helfen? Eine Ameise hat mich zerstört. Oh nein. Direkt bei dem Gerät und dem... Die sind doch böse. Ich komme, Simon. Ich bin auf dem Weg. Nee, passt schon. Der Nikolai ist da. Oder bist du das? Ja, dann mach ich das nicht. Okay. Dann dreh ich wieder um. Ist sie noch da, die Ameise? Die war hier eben noch, ja, aber... Oh. Ich hab getrunken am Tau. Ihr müsst hochgucken an den Blättern. Ja, du musst einfach hoch die Blätter gucken. Hier ist alles voll. Die hängen da und dann musst du den Ast, an dem die hängen, hauen und dann fallen die Tau. Oder einfach einen Stein hauen. Wir doch. Einen Stein werfen, wenn man einen Skill hat. Aber seht ihr das einfach mit einem Auge oder habt ihr ein. Oh mein Gott! Ein Anzeigegerät. Alter, mich hat gerade ein Riesenkäfer getötet. Du bist tatsächlich weg. Ganz weg, oder was? Ich sehe dich dann. Doch, 180 Meter, doch. Alter Schwede, ey. Komm, wir kommen da mal hin. Da ist was. Kein Problem. Tatütata. Was war denn das? Eine Stinkwanze. Oh Gott. Du triffst aber auch. Der war plötzlich da und ist voll angejumpt, hat er mich. Ich war mit einem Schlag tot. Ah. Wie lange hast du noch? 13. Ja, nicht mehr lange. Ah, das wird ich knapp. Kann nicht mehr sprinten. 10. Nee, 110 Zentimeter. 9. Also du bist zu weit weg. Einfach zu weit weg, Ede. Nee, bist zu weit weg. 7. Die ist böse. Ernsthaft, der kommt nicht? Du bist zu weit weg. Wir laufen gerade hin. Aber du bist am Arsch der Heide, Alter. 4. 3. Ja, ich hab so viele gute Ressourcen gehabt, Leute. Ja, komm, die Ressourcen können wir ja noch holen. Ja, das ist toll. Jetzt lootet ihr mich auch noch. Ja, sei froh, dann kriegst du wenigstens Sachen zurück. Wie bist du über diesen Baumstamm drüber gekommen? Ich hab keine Ahnung, Simon. Der ist ein Riesenbaumstamm und da kommen wir gar nicht dran vorbei. Ich baue das hier Shit. So, auf den Bauen geilen Scheiß zurück, jetzt. Wenn ich's finde. Ich hatte so viel Shit eingesammelt aus einem Land vor unserer Zeit. Wir brauchen. Alter, jetzt hat mich wieder so eine Milbe hat mich getötet. Nikola, du bist um die Ecke. Ja. Kannst du. Ja, Mann. Ja, Alter, Achtung, da ist noch eine. Ich hab auch keine Probleme. Was geht denn mit denen? Pass auf den Riesenköder auf. Ich kann nicht mehr schlafen. Also 3, oh Gott. Ernsthaft? Dengela, du lässt mich jetzt hier vergammeln wegen 3 Milben? Ich kann's mal probieren, aber... Ich helfe euch, ich komme. Ich komme, ich helfe euch. Einbeigen. Ey Leute, sag mal, was macht ihr da eigentlich? Wieso seid ihr eigentlich alle so... Alter, hier sind halt viele Milben. Die retten und dann ist Simon und ich brauche immer noch Hilfe. 10 Sekunden noch. Zwei Leute von euch stehen genau vor mir. 5 Sekunden noch. Wer von euch haut die ganze Zeit da weiter auf die Milben? Ihr seid voll. Alter, ihr seid wirklich die absoluten Loser. Nee, hier ist ein Milbennest. Jetzt bin ich auch tot, Inge Simon. Unfassbar. Man kann dich nicht retten, wenn 7 Milben springen. 2 Leute, 3 Milben. Wie du es ignorierst, was ich sage. Ist auch da komm jetzt vorbei, keine Sorge. Der Heilungsprozess wird jetzt nicht mehr, wenn eine Milbe auf dich springt. Ihr lauft nicht mehr ohne mich irgendwo hin, ja? Oder ihr meldet euch vorher ab. Das ist doch Quatsch mit Soße hier. Kinder, ey. Rucksack von Simon geklaut. So, wenigstens. Ja, das passiert. Der Typ, der eben noch gesagt hat, klaut nicht meinen Kram, klaut jetzt meinen Kram. Ja, und wo warst du hin? Du wolltest meinen Kram klauen. Deshalb bist du überhaupt ins Milbennest gerannt. Wie ein Sack, ihr seid wie ein Sack Flöhe. So, ich hol mein Zeug selber. Ich brauche euch nicht. Ich gehe zum bösen Superboss. Okay. Ich gehe mal zurück zur Basis. Okay, Ede ist gleich wieder tot. Ich bin kurz vorm Sterben. Ich werde angegriffen. Was ist ja, das Schild, ey? Was ist los mit euch? Ich muss mein Loot holen, Nils. Komm mit. Dann wie konntest du einen Käfer. Wie konntest du in Frankfurt überleben? Ich verstehe es nicht. Ja, gute Freunde. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es daran liegt. Was? Ich muss wirklich an diesem riesen Baum irgendwie vorbeigekommen. Meine ganzen Waffen. Das ist sehr lange.
Oh, da ist der. Da ist eine Spinne. Da ist eine Riesenspinne, Leute. Ja, die sind aktuell noch zu stark, glaube ich. Also ich versuche mal ein bisschen uns. Oh mein Gott. Ich habe eine Forschungsstation entdeckt. Zu bauen, dass wir überleben können. Und was ich habe ich weiß, eine Forschungsstation entdeckt. Ich bin tot. Könnt ihr zu mir kommen, Nikola? Nee, ich bin. Aber ich werde bewacht übrigens von einer Spinne. Ja, das hat es auch nichts, oder? Ich habe jetzt. Er hatte meine Sachen, die er mitgenommen hat, natürlich. Nee, ich habe deine Sachen nicht mitgenommen. Oh, Marie, oh echt? Ja, dann liegen die ja noch da. Ja. Ja, das weiß ich doch nicht. Die sind das echt stark. Jetzt aufgegeben. Ich bin schon wieder tot, ich dreh durch. Leute. Da ist Wasser endlich. Oh Gott, ich will meinen Rucksack wieder. Dein Rucksack liegt da also noch rum. Ich gehe gerne mit dir zusammen dahin. Ja. So, ich kill jetzt den hier, Marienkäfer. Okay, er schnitt mich. Tot. Oh Gott, du noch was ey, Eddie, Alter. Ah, ey, der hat aber viel Energie. Okay, ich bin tot. Hattest du irgendwas dabei? Nee, aber drei Rucksäcke von mir liegen jetzt hier auf der Map. Das ist schon Umweltverschmutzung, was du da machst, eigentlich. Nee, hast keine Ritter hinterlassen. Ach, Leute, so, Inventar. Ich will meinen Rucksack, der ist bei 180 cm. Also, diese Milben sind doch ganz schön anstrengend. Die sind ganz schön gefährlich. Ja, die haben richtig viel Schaden gerade. Da können wir uns Rüstung bauen oder sowas? Ja, man kann sich Rüstung bauen. Ah, stark. Stark. Ah, hier, Augenklappe. Okay. Milbenhut. So, was bauen wir denn? Das, da müssen wir auf die Suche gehen nach Maden oder sowas. Jetzt hänge ich hier. Pilzbrei. Sehr gut, den können wir uns braten, glaube ich. Klee, hier ist Klee. Ah, ich habe meinen Rucksack wieder. Also Ede, brauchst du Hilfe? Ich sehe dich. Den braten wir uns. Siehst du mich? Ja, warte mal kurz und dann komme ich direkt. Oh, da oben ist Tau. Ich bin hinter dir. Oh, es gibt Speere, das ist ja praktisch. Ja, ich will auch einen Speer. Kannst du dir craften. Soll ich auch einen Speer craften? Soll ich jetzt aber Achtung, Simon, hier ist irgendwas Böses. Willow? Ach nee, du bist Willow. Ich hab dir den Speer. Guck mal, hier unten der Boden. Guck mal hinter dich. Ja. Siehst du das? Ich kann den nicht droppen. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Wollte dir einen Speer geben, aber irgendwie geht's mir? Doch, ich hab schon einen, danke. Das ist ach, holy shit. Ja, klar. Das ist ein Käfer, ein unterirdischer. Kaputt? Ich suche jetzt mal diese so Maden, dass man sich da so. Such mal. Diese Panzerung da rausnehmen hier kann. Hier ist mein Rucksack. Die machen ziemlich viel Schaden, die machen. Einer. Geil. Ja, und ich auch. Wo sind die denn? Gute Frage. Okay, ich brauche auch bald wieder was zu essen. Achtung, hier sind schon wieder Milben. Nee, was ist das? Warte, Milben? Nee, doch genau, Maden. Wo sind Maden hier? Ich will eine Made. Hier ist Saft. Hast du eine gefunden, Nikola, eine Made? Nee, nicht gerade, aber es ist ein bisschen länger her. Guck mal, was ist das hier oben? Ich gehe mal auf die Klumpen, Maden. Maden beim Spawn? Ursprünglich ins Spawn. Oh shit! Achtung, es kommen ganz viele hinter dir, sind ganz viele Ameisen. Bist du tot? Ja, ich liege da vorne. Zur Not nimm wenigstens den Rucksack mit. Ja, warte, ich versuche. Oh mein Gott! Die Milben also sind aber auch richtige Scheiße! Kann sich Waffen craften und Rüstung, ja, aber ey, lass das. Großartig. Lauf Simon, ich werde dich retten. Wie lange hast du noch? Los. 15 Sekunden. Nimm wenigstens den Rucksack mit. Hey, dieses Spiel bietet die Möglichkeiten, sich zu schützen, aber ihr lauft einfach in die Level 20 Gegner rein. Oh. Ich guck mal, ob ich jetzt hier so eine schöne fette Made bin. Es sind zu viele! Ich muss weg! Spinnen. Nein, ich bin tot! Ja, aber dann können wir jetzt gleich zusammen unsere Rucksäcke holen. Was haben wir da? Boah, wir sind zu schwach für Milben. Naja, das waren jetzt aber auch Milben und gleichzeitig noch Ameisen, da war alles dabei. Da fühle ich mich nicht schlecht. Okay, ich spawne neu und komme da wieder hin. Ja, okay, jetzt bin ich auf dem Weg gewesen. Spawn mal bei der anderen Forschungsstation. Ich habe nämlich eine zweite gefunden. Die ist direkt bei der Kinderbox. Ich glaube, die hören mich gar nicht mehr. Achso, ne, jetzt bin ich. Das ist ja der Start. Also, hä? Okay, sorry. Also, es gibt auf jeden Fall eine zweite Box. So, ich suche mir jetzt eine Made. Eine fette. Soll ich deinen Rucksack nehmen oder soll ich bewache ihn einfach? Ich warte hier. Nee, nimm ihn einfach und bring das Zeug ins Lager. Das ist ja eh für uns alle. Geklaut wird nicht. Haha, ich kann den gar nicht nehmen. Okay, warte, dann komme ich. Nikola, wenn du mal eine Made siehst, sag mal Bescheid. Dann gehen wir auf Madenjagd. Ich würde gerne die Panzerung der Made. Das ist eine sehr gute Idee. Mir einverleiben. Und daraus was craften. Oh Gott. Du.
Wo bist du denn? Also ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Ameisen, damit ich mir den ganzen Kram bauen kann. Oh, die armen Ameisen. Die ich brauche. Vielleicht findest du den ganzen Bau und kannst den ausrotten. Na, es reicht ja, so zwei, drei reichen ja, dann hast du alles Wichtige. Oh. Aber da kommen mal direkt die Freunde an. Kommen hier direkt vorbei. Ja, also Ameisen sind halt einfach Herdentiere. Die lassen sich, die sind anders als wir. Herdentiere sind's. Ah, schon wieder tot. Ameisen sind scheiße. Dumme, kleine, sechsbeinige. Kann das sein, dass wir in einem Endlos-Loop gefangen sind, Simon? Ach Gott. So eine Zeitloop. Ich habe das Gefühl, alles passiert hier. Spinne! Spinne! Hier haben wir einen Spinne. Okay, der ist krank. Ja, die sind alle infiziert hier, glaube ich. Ich glaube, du bist zu weit im gegnerischen, also zu High-Level-Tier-Bereich. Aber da ist irgendwas, was mein leuchtet, Kram und das will ich haben. Ganz ehrlich. Schnauze voll hier. Bist du doch erstmal hoch, bevor er wieder auf die Jagd geht. Okay, ich hab. Ja, dafür brauche ich meine Riesenarme. Ja, ist natürlich. Hm. Ja, aber hier ist. Aber geht in die andere Richtung, wo nicht verseucht ist oder so. Ey Leute, es ist so schlimm. Hier ist eine Spinne bei meinem Rucksack. Ich hab schon aufgegeben eben, weil ich mit der nicht kämpfen wollte. Oh, okay. Wo soll ich denn jetzt hin? Ihr seid ja hier die Klugscheißer. Was soll ich denn da jetzt machen? Kannst du an der Werkbank vielleicht ein paar Waffen bauen? Ich hab dir einen Speer gebaut. Oh Gott. Den kannst du aus dem Korb nehmen. Ja, aber wollen wir nicht mal so zusammen was machen? Ja. Müssen wir erstmal abfahren hier. Boah, da wäre ich fast in eine fucking Grube rein. Ja, verfolgt mich die Drecksameise. Alter, sag mal, die sind ja viel schneller als ich. Kann das sein? Alter. Bei mir eigentlich schnell sind die denn? Grundlagen wie Essen und Trinken. Da bin ich leider auch schon nicht lebensfähig. Ja, ich das ist mal. Wie immer. Das ist wie jedes Survival-Spiel, das wir spielen. Schnell nach Hause kommen. Jetzt. Ich niemals ändern. Ist aber auch irgendwie schön. Kann man das machen hier? Ja. Ach, Leute. Was Nils ist los fährt seinen euch? Komplett eigenen Film. Simon und ich machen scheitern Action. An uns selbst. Wir sorgen für Entertainment. Ja. 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 Ja, das ist richtig. Ja. Schon richtig. Das stimmt. Ist alles schon wie immer. Du? Es ist alles wie so, immer. Ja, ja, aber das ging jetzt auch nicht so viel. Oh, also, Nils und ich sind gerade an der Forschungsstation. Wo seid ihr denn gerade? Ich bin auch in der Nähe von euch. Ich habe mein Zeug geholt. Sehr gut. Können wir ja gemeinsam jetzt noch ein nächstes Ziel ausloben. Okay. Das wird eh gerade dunkel wieder mal. Also Verband. So, jetzt gucke ich mal, was ich mit dem ganzen Kram hier... Saftleuchte, Schleimpilzleuchte. Also wie gesagt, ich habe noch einen Speer in dem Korb neben der Backbank. What? Alter, danke, ja, Prayer 80. Danke also, für deine ganzen... Speer. Nice. Okay, ich brauche es zu essen. So. Zu viele Ameisen. Zack, ja, zack, erstmal alles mitnehmen. Oh, ich hab aus Versehen die Werkbank gehauen. So. Oh, eine Made getroffen, das ist natürlich echt ärgerlich. Augenklappe. Oh nein, ich sterbe gleich. Könnt ihr mal noch essen von euch zufälligerweise da? Warte mal. So, ich geh jetzt mal rein und untersuche die Maschine. Ich hab noch 5 Sekunden zum Leben. Ja, ich hab eine Made, wo bist du? Okay. Wie schmeiß ich das runter? G oder Z, eins von beiden. Läusebraten G. Okay. Nee, warte. Fallen lassen Z. Ah, oh, ernsthaft? Oh Mann, okay, du spawnst aber direkt hier vorne. Ja, also, sorry, das hat zu lange gedauert. Ja, gebraucht. Gar kein Problem. Aber ich hab's auch zu spät gemerkt. So. Mein Lucky Backpack. Jetzt wieder volles Essen. Perfekt. Also, untersuche die Maschine weiter. Ich drücke jetzt auch Knopf. Da. Läuselatschen. Nee, Läuselatschen. Huch. Was hast du getan? Quest. Was ist passiert? Ach, du bist auf den Button gedrückt, ne? Du hast besser drüber gelaufen. Okay, was passiert jetzt? Der Todesstern. Was macht ihr denn jetzt? Das Spiel ist vorbei jetzt, wir haben es durchgespielt. Nein, okay. Wir wollen das hier groß machen wahrscheinlich. Ja, ich denke mal, das ist... Oh, oh Gott. Hat ja nicht so gut funktioniert. My bad? Aha, du bist schuld. Simon kommt da nicht mehr raus. Mal gucken. Ah, da hat er es geschafft. Ja, okay, nächste Quest gestartet. Okay. Also da ist was explodiert. Es wird jetzt aber, glaube ich, gleich dunkel. Vielleicht sollten wir dann erst den Explosionsort aufsuchen, wenn wir... Ja. Ja. ...ein bisschen Licht haben. Ich habe noch eine Axt im Vorratskorb. Will die auch jemand?
Ich habe eine da. So, Maden sind im Boden, wird mir hier gesagt. Das war's, aber die waren doch vorhin auch draußen. Unterirdisch oder was? Oder? Funktioniert bei euch das Mausrad? Wieso kann man denn das Mausrad nicht zum Waffen wechseln? Nee, oder leuchtet nicht. Was? Kann man bedenkenlos ins Wasser? Hat das schon einer ausprobiert? Was hast du gefragt? Du kannst schwimmen, hatten wir vorhin mal ganz kurz. Geil, ich habe gerade pure Wissenschaft entdeckt. Habt ihr das auch bekommen? Ja. Hammer. Okay. Brauchst du auch noch einen Speer, Simon? Dann kann ich auch noch einen bauen. Das brauche ich. Ja, klar, wenn du magst. Okay. Gucken wir mal. Ja, kann ich bauen. Ich klicke dir dann auch hier. Ich bräuchte mal so Stufe 2-Kram, so die Ameisenkeule. Ja. Mann, ich brauche noch rote Ameisenmandibeln, was auch immer das sein soll. Das sind diese fühlerartigen Dinger. Wir brauchen unbedingt ein Püriergerät. Ein Diktiergerät? Püriergerät. Wo ist denn? Püriergerät? Nikola, wo ist der... Wie kriegst du hier in den Korb rein? Nikola, wollen wir mal eine Ameise jagen hier zusammen? Ich dachte, wir wollten jetzt zusammen was machen. Ja. Ja, ich bin nur hier vorne direkt an der Base. Das kann er. Ja, wir alle. So. Level 2 Sachen, wo sind die denn eigentlich? Oh, die haut ab, ey. Ah, hier unten. Nee. Alter, die hat Angst vor mir. Scheiße, die erwische ich nicht mehr. Okay, Leute, wie sieht's aus, ihr beiden hier, die hier steht? Ja. Dann hier, wollen wir zur Explosion an der Eiche? Just give me a second to let my eyes adjust to that. Das schon uns, ja. Oder wo gehen wir hin? Also entweder schlafen und dann zur Main Quest oder. Ja, ich würde schlafen erst und dann. Gute Idee. Okay, dann schlafen wir. Freunde, ich bring Kundschaft mit. Okay, müssen wir eh auf Nils warten. Aber Nils hat ja Kunststoff dabei. I can't be the only one feeling tired. So, ich warte schon mal kurz. Ich gehe kurz aufs Klo, aber ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Okay. Ach, shit. Lass das Mikro an. Ich pick's automatisch ab. Okay. Verteidigen wir das Camp in der Zeit. Jetzt ist Simon wieder da. Okay, ich hatte schon Schlafen eingestellt, deswegen dachte ich. Ich hab's gedacht. Ja, siehst du wohl. Okay, slurp. Ah, es ist erst 19 Uhr. Naja, ist egal, oder? Schlafen wir einfach trotzdem. Ja, es ist dunkel. Da macht's keinen Bock mehr. Ja. Wir können ja nochmal schlafen dann. Nochmal 8 Stunden schlafen. Ah, es gibt bestimmt Sachen, die es nur nachts gibt. Nachtfalter oder so. Oh, ja, Motten. Das kann sein, wahrscheinlich sind wieder alle. Oh. Motten, ja. Jetzt sind wir mitten in der Nacht, ne? Das ist 3 Uhr, 4 Uhr. Ja, die Sonne. Zu schwach, um zu schlafen. Das ist natürlich großartig. Jetzt, aber das ist doch gut. Jetzt können wir erstmal Tau oder sowas holen. Braucht ihr auch noch Fackeln? Dann brauche ich auch noch ein paar Fackeln. Immer, Fackeln immer. Ja, dann packe ich die mal hier in den Korb rein. Kiesel. Da, Fackel. Hat jemand Kiesel? Kiesel liegen überall rum, ja. So, wie nennt man die Fackeln lernt, da. Okay. Hier, Eddie, hast du Fackel? Hast du? Sehr gut. Ich hab Fackel. Nehme ich einfach alles. Dann, wo ist die Explosion passiert? Weißt du es noch ungefähr? Habt ihr alle euren Durst gestillt? Oh ja, gut. Bevor wir jetzt losgehen und dann. Nicht wirklich. Da oben hier, Tau entdeckt. Hier ist was für dich. Alter. Hier ist ein Tau. Alter. Wo bist du? Eddie? Hier, hinter dir? Es gibt's da über mir. So, da oben ist Tau. Hier ist überall Tau. Geil. Ja. Wer ist das? Ist hier die. Welche ist das? Diese? Ich hab auch noch eine Lampe gebaut. Oh, jetzt ist es hier in die Pfütze gefallen. Oh. Das Tau. Na gut, jetzt ein neues. Super dumm. Ganz kurz hier wegen der Fackel, Nikola. Ja. Wo ist die? Also soll ich mir die... In den Korb da gleich. In dem Korb, Backbank. Okay, ja, danke. Ja. Was war nochmal schleudern? Welche Taste? Ach so, R. Ja, steht da doch. R wie Sch. Hey, jetzt rollt das weg. Jetzt, was ist denn das für ein Au? Warte mal. Okay. Den Wassertropfen hinterher. Okay. Gut, man kann sich auch so eine Pouch bauen und dann Wasser speichern. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe aber auch noch keine. Hier ist auch noch Wasser. Braucht noch jemand von euch was? Muss noch was essen. Ich grille noch ein bisschen. Wie kann man denn so ein... Im Idealfall haut man sich da was rauf. Ich habe gerade auch nichts mehr. Ist hier noch Trinkflasche. Ah, ne. Madenhaut. Ah ja, dafür brauchst du die Maden, ne? Stimmt. Was habe ich denn jetzt gerade gegessen? Aus Versehen irgendwas. Ich geht Pilz. Ein rohen Pilz. Aber nee, vielleicht kannst du eine Schaufel bauen und dann die Maden daraus gewinnen. Ja, das wollte ich machen. Da fehlt mir aber was für die Schaufel. Und zwar fehlt mir. Genau, eine Eichelschale. Eichelschale, okay. Vielleicht finden wir das auf dem Weg. Wie schon gesagt, wir brauchen dafür.
Eicheln. Und hier ist dieser Tic-Tac-Spender, da ist auch noch was drin. Naja, der ist gar nicht so unwichtig, glaube ich. Den habe ich aufgehauen und wenn wir die Dinger zerteilen, ist das sicher nicht unwichtig. Ach, das geht? Ja, klar. Das ist ja geil. Aber braucht man dafür ein Special-Werkzeug? Ja. Du brauchst, glaube ich, Stufe 2 Hammer oder so. Ja, das ist noch nicht aufgemacht. Aber die Idee ist sehr, sehr gut. Gut. Eichel? Ja. Eichel-Mission? Ist das ein ganzer Satz gewesen? wo haben wir sie denn? Bekommt ihr sie angezeigt gerade irgendwo? Ich nehme an, das ist die große Eichelbaum. Ach ja, stimmt, das ist ja eigentlich praktisch. Auf der Map sieht man den vielleicht. Da ist auch ein Rucksack auf der Map markiert. Ja, wahrscheinlich mehrere. Aber nirgends die. Ihr wisst, ihr könnt hier unten zum Prozessor, ne? Seht ihr das? Ja. Ah, Simon! Was denn? Oh. Was los? Oh. Ah! Simon! Ja! Riesentarantel! Ich guck nicht! Komm in den. Ja! Wolf, ich bin tot! Oh Gott, nee. Keine Chance. Durch die Wand! Oh Gott. Wie kann das denn passieren? Ich war doch in dem Scheißding drinne! Ich helf dir. Boah, der hat mich durch die Wand. Danke. Die glitscht. Oh Gott, ist das ekelerregend. Bleib in der Mitte, bleib in der Mitte. Kann mich jemand wiederbeleben? Ich bin genau bei der Spinne. Oh Gott. Sie ist über uns. Ja, ich seh's. Komm, vielleicht können wir sie auch glitschen. Ja, ich weiß nicht, was sie schlagen auf sie ein. Ich bin schon wieder tot. Das sind übrigens zwei Spinnen. Ja, aber wieso sind wir denn da nicht sicher? Kann man sich nicht hinlegen? Los, hau auf die Beine! Now stepping on the court. Es sind zu viele Beine. Das ist ein Bosskampf hier, oder was? Oh ja, ich habe ihn zweimal in die Beine gepiekst. Ja, das mache ich auch. Aber wir dürfen uns nicht gegenseitig pieksen. Oh Gott, hat die viel Energie, das können wir vergessen. Wolfsspinnen, so lange halten wir unsere Spieße niemals. Obwohl? Jetzt haben wir sie, Guck mal, wie der Energiebalken weggeht. Ja, mein kleiner grüner Kaktus steht draußen. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, jetzt wieder. Ja, und es sind weiter gestorben. Ach, ihr seid ja in der Maschine drin. Ihr seid ja lustig. Oh, wir werden sie so geil looten. Oh, das wird fantastisch. Eine Bombe in Wolfsspinnen-Hochhaus. Aus Wolfsspinnen-Chitin. Ey, das ist so ekelhaft. Ich schaue außen zu und ich würde mir am liebsten ins Gesicht hauen. Wir haben schon die Hälfte fast runter. Ja, ich glaube, sie fliegt bald. Das sind zwei, ne? Ja. Ja, aber wenn die eine sieht, was wir mit der anderen machen, bekommt sie so viel Respekt vor uns. Die andere lassen wir extra leben, damit sie es den anderen Spinnen erzählen kann. Das ist ja fantastisch. Wir hauen sie einfach um. Aber weißt du, was gleich passieren wird, Eddie? Wir laufen beide raus, weil wir beide den Loot haben wollen und dann ist die zweite Spinne und tötet uns. Wir machen, aber wenn wir jetzt schon wissen, dass das passieren wird, wie können wir dagegen wirken? Wir beide teilen uns das auf. Und wenn Nikola oder Simon gierig werden, töten wir sie. Okay, das klingt gut. Wir haben jetzt Erfahrung, Leute zu töten. Gleich ist sie tot, Leute. Gleich ist die erste Wolfsspinne tot. Wir haben sie gleich tot geglitscht. Und sie ist tot. Okay. Down, bleib oder? Cool, bleib cool, Nils, bleib cool. Cool. Die zweite ist immer noch da und bewacht den Körper. Ja. Alter, was ein Ekelvieh. Oh, die zweite machen wir jetzt genauso. Die macht nichts. Da ist sie, sie ist über uns. Ich bin fast tot. Da ist sie. Ja, sie greift tatsächlich an. Wir brauchen ein Bein. Oh, man kann auch von unten looten. Da, mein! Oh. Sie hat mich gestreichelt. Da! Vorsicht! Nee, oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ah! Ich müsste mich wiederbeleben. Hier ist sie! Oh! Wir dürfen uns nicht gegenseitig töten, ne? Sie ist weg. Wo ist sie hin? Ist sie wirklich weg? Völlig zu Recht abgehauen. Dann kommt zu mir und hier könnt ihr looten. Ja, jetzt Leute. Fair play. Am besten teile ich das auf. Hast du Sorry da jetzt schon weggenommen? Die zweite Spinne ist übrigens noch da. Oh, dann rennt. Ey. Oh Gott, rennt. Ich habe eine Frage. Wo ist der Loot geblieben? Wer war so gierig? Du hast es da. Hast du das nicht eben aufgemacht? Nein, ich hab nichts. Oh Gott. No. Ich dachte, da ist das Loch. Wo ist der Eingang? Das ist genauso. Ey, ich bin in der Maschine. Kann mich jemand wiederbeleben? Ich sehe zwei von euch. Oh, ja. Max, no playing around.
Ist ja nochmal der Eingang. Ey, mein Chat will die ganze Zeit, dass ich die Spinnen ausstelle. Aber nein, es ist Schocktober. Ihr müsst sie ertragen. Ah, ist das ekelhaft. Wie die da dran. Ah, wie die da. Sie ist wieder über uns. Sie ist über uns. Sie will sowas von rein. Hier, ich kann sie treffen. Nee, sie kann mich auch treffen. Ah, oh, Gott, das will. Da ist sie da oben. Mit ihrer hässlichen, mit ihrer ganzen Hässlichkeit. Vorsicht, sie schleudert zur grünen Suppe. Jetzt treffe ich sie, glaube ich. Jetzt treffe ich sie. Ah, du wieder. Naja, nicht so wirklich. Hä? Oh, es hat mich getroffen. Hey, das war Nils. Nein, was? Echt? Ja. Ich springe. Lebst du? Ich. Ja, ich treffe sie voll ins Gesicht. Ich auch. Echt? Ja. Ja. Aber mutig, mutig. Oh, ich bin tot. Ich bin tot, beleb aber mich. Die drin ist. Ja, wenn sie hier wirklich reinglitscht, haben wir ein Problem. Machst du schon? Okay. Ich hab Übung, ich hab Eddie jetzt schon 5-mal wiederbelebt. Ich weiß, wie es geht. Ich kenne seine Organe besser als meine eigenen. Ich bin schon wieder tot. Ja, Mann, da seht ihr jetzt mal, dass die auch nur auf mich geht. Ich hab ja schon 2 umgehauen. Komm her, ihr! Oh, oh, oh. Die Glied steht ganz schön durch. Aber was hat die denn gedroppt? Wer hat das denn genommen? Ich hab was genommen. Aha. Was hat die gedroppt? Spinnensäure und noch irgendwas. Spinnenfang. Die hat nicht viel gedroppt. Jetzt kommt doch. Das musst du auf jeden Fall nochmal analysieren, damit wir diese Skillpunkte bekommen. Okay, das war sehr. Man schießt mich leer. Das gibt's doch nicht. Aber Alter, okay, jetzt hat sie mich. Ich bin wieder tot. Ich bin auch tot. Ja, ich hab, glaube ich, irgendwen. Ich hol den anderen. Aber ja. Oh, ich krieg richtig Kopfschmerzen. Obtain your first mutation. Ach, Simon, jetzt sei nicht so ein Weichei. Das ist doch nur eine Pixelspinne. Halt, ich wurde mutiert. Sie ist halt auch so scheiße schnell. Die kann springen. Oh. Da ist ein Fuß. Oh. Das ist doch nur eine kleine Spinni. Eine kleine. Die ist richtig, oh, wie wütend ja, die ist. Klein. Wir sind halt nur noch kleiner. Da ist schon wieder einer umgefallen. Ja. Ich mach schon. Ey, man kann sich auch. Warte mal. Man kann sich doch Pfeil und Bogen craften. Ja, dafür brauchen wir noch irgendwie einen anderen Kram, oder? Ja. Staffel, okay. Was? Wo sind? Da hinten. Ah, nee, sie ist wieder beim Eingang. Fliegenpelz braucht man. Simon hat auch einiges abgegriffen an Loot, steht hier im Chat. Hä? Wo denn? Ich hab die Spinne, ich bin hoch zur Spinne und dann hab ich nichts mehr bekommen. Da ist denn es ist mir so scheißegal mit diesem Loot. Ich bin da nicht so geil drauf wie manche andere. Das ist so lustig, ihr seid, wenn ihr ihn kriegt, ist es euch egal, wenn ihr ihn nicht kriegt, ist man das Arschloch. Das ist so lustig. Komm her zu mir. Pix. Da. Der Einzige, der das Thema die ganze Zeit aufbringt, Nils, ist... Ja, Nico, du weißt genau, wie der Satz endet. Nein, sag ist der Ede. Was? Ja. Feigling, Simon. Schatten, der Ameise ist auch noch hier reingeraten. Aber die können wir alle machen. Aber wer lootet es? Ey, ihr seid schlimm. Ja, das ist richtig. Oh, was hat die denn hier? Der ein Drittel ist geschafft, Spinne. Ein Drittel. Ah, da, Bein. Ja, ich hab sie voll am Bein erwischt. Ich bin sie oben. Wird schwächer. Was ist denn Erspähe? Wieso bist du denn oben? Bist du wahnsinnig? Nee, ich versteck mich hinter diesen. Die kann mich nicht treffen. Ich muss nicht genug mitdrehen. Ey, die hört aber auch nicht auf, ne? Die hat einfach auch voll Bock auf uns. Jetzt kommt noch eine andere Spur. Ich bin tot. Wer? Aber von euch gehauen. Ah, schade. Von Simon getötet. Was, wirklich? Ja, oh, ich helfe dir, aber das hab ich nicht mitgekriegt. Hab ich nicht mitgekriegt. Oh Gott. Weil du nur Augen fürs Loot hattest. Stimmt. Das ist ein waghalsiger Kampf. Oh, die verkiffen da auch noch einen, das ist ja frech. Ja. Gut. Ah, ich hab ihn wie Frodo von unten in den Bauch gerammt. So, komm her. Ja, sie sind sich ehrlich da beim Sieben. Okay, ich bin tot. Alter, bist du das, Nicola, da oben? Ja, ja. Probier mal von oben anzugreifen, weil man mehr Schaden macht. Kann ich dich von unten heilen durch die Glasscheibe? Nee, ich respawn einfach. Ich hab ja meinen Respawn hier gleich. Die Scheiße, die auch grunzt, ne? Ja, ich komme wieder zurück zu euch, dann könnt ihr auch mit. Jetzt kommen die Ameisen auch noch. Da liegt noch eine tote Ameise. Oh Gott. Oh, hier ist das Bein. Die andere hat so schön stillgehalten. Ja. Die ist zu viel, ey. Die ist halt sauer, weil sie ihre. Wer war ihr Bräutigam oder so? Keine Ahnung. Ich muss mal hier irgendeine erhöhte Position hier auf diese. Ich versuche die gerade. Ich muss sie leider ein bisschen hin und her locken, das tut mir ein bisschen leid. Wir springen die ganze Zeit. Shit. Hier oben rauf. Mann, das muss doch gehen. Nee, das.
Wo kann ich denn? Da. Das ist ja. Das ist ganz schön clever, die Tiere teilweise. Ja. Oh, so, noch eine rein. Hier. Aber also, ja, hier. Was, ja. Was hab ich denn getötet? Ich bin tot. Ist das furchtbar, ey. In den Kopf. Ich hab sie getötet. Hilfe, hinter euch, Leute, hinter euch da. Kann das einer machen? Ich hab sie gerade in der Stun-Position. Ich töte sie. Oh ja, so geil. Ins Auge und alle in die Fühler und überall töte ich sie. Oh ja, hier ist ein Bein. Sehr gut, jetzt haben wir sie gestunlockt. Stamina. Jawohl. Und zurück. Bam. Ja, das ist gut. Oh, jetzt haben wir sie. Peaks. Jetzt haben wir sie, Leute. Da kommt sie nicht mehr raus. Boah, ich freue mich schon auf den Loot. Und du, Nils? Ja, nee, boah, mir ist es nicht so wichtig. Nehmt ihr ruhig. Ach. Altruistisch wieder unterwegs, Nils. Wie man ihn kennt. Aber ihr könnt doch den Speer auch werfen, oder? Oh nein, sie will sich bewegen. Vorsicht. Ein Drittel noch. Da, ein Viertel noch. Peaks. Boah, wir haben gleich schon die zweite Wolfsspinne erlegt. Ich will's nur mal sagen. Hammer. Wieder ein bisschen jitschen und. Also in echt hätte ich mich längst umgebracht. Ich möchte wirklich, dass ihr das wisst. In echt hätte ich längst mir einen Elektroschock verpasst. Ja. Kein Bock hätte ich darauf gehabt. Schnell zum Loot. Wir haben sie. Achievement. Kill your first Wolfspider. Echt? Ich habe kein Achievement bekommen. Ach, so war auch nicht meine erste. Wahrscheinlich nicht dein First Hit oder so. Also, wer hat den. Ja, genau, der kommt drauf. Alter, hier ist was Flugviechiges über uns. Oh, jetzt Hummel oder sowas. Gekämpft. Oh, jetzt kommen Luftangriffe hier. Direkt über uns. Komm, ich werf. Achtung, ich schieße. Moment. Eine Hummel. Ah, aber die bewegt sich zu sehr. Oh, süß. Ist das eine Hummel? Ja, das ist eine Hummel. Oh, ist sie süß. So, ey, wo ist jetzt das Loot? Das gibt's doch nicht. Ja, geil, Nikola. Despawned. Ne, ich hab nichts aufgehoben. Ich hab nichts. Also, das ist ja wirklich. Also, ich hab maßgeblichen Kampfanteil an diesen zwei Spinnen. Geht komplett leer aus. Brocken noch, wenn der welche haben. Ja, aber nee. One for the team, Nils. Ich kämpfe jetzt hier mit Milben und mach mir Milbenbraten. Wer was davon macht. Davon kriegt ihr nichts ab. Der ist auch gleich weg hier, der Milbenbraten. Löwenzahn? Wo ist denn der jetzt hin? Oh, ich hab gar nichts mehr zu essen. Ach, warte mal, ich hab doch was. Spinnenfang hab ich. Aha. Oh, jetzt hab ich irgendwas aufgenommen. Ich hab übrigens gar nichts. Aha. Wie kann das denn sein? Gift habe ich auch. Oha. Ich habe es zumindest probiert, aber ich habe nicht mitbekommen, dass ich was erwischt habe. Oh, ich bin schon wieder tot. Ich helfe dir. Ich helfe dir und guck mal, ich belebe dich wieder, weißt du? Und hab dir geholfen. Ich habe sie vertrieben und dich so wiederbelebt. Okay, ich brauche irgendwas zu essen. Bleib bloß weg, komm mir nicht nochmal zu meinem Freund. Oh, ich brauche was zu trinken und zwar dringend. Ja, dann der Tau liegt doch überall noch rum, oder? Ist schon weg. Gibt's nur morgens. Tau ist weg, ne? Da oben wartet er. Oh, ich glaube, Pilze. Und dann packe ich ein paar in die Kiste, dann können wir uns davon ernähren. So. Was habe ich denn da? Wir müssen uns diese Becher bauen. Dann können wir das Wasser. Aber haben wir da schon alles dafür? Da brauchen wir noch diese Milbenkram. Ja, eben. Dafür brauchen wir, glaube ich, die Schaufel. Ja, die Schaufel. Sein? Dafür brauchen wir eine Leute, ich muss ganz dringend auf die Toilette. Ich bin gleich wieder da. Bewacht mich. Hat irgendwer schon die Sachen analysiert in dem Analysator? Okay. Dann würde ich da mal hinlaufen und diese Spinnensachen dort analysieren. Ja, mach das mal. Die Frage ist nur, welche Richtung war das noch gleich? Hier lang? Ich komm gleich mit. Ja, warte mal, Map sieht man das. Kannst auf die Map angucken, ja, das ist da markiert. Da ist es. Forschungsstation. Kann man Megpunkte setzen? Naja, mit R. Was ist das im Osten? Ach, du hast einen gesetzt? Ja. Siehst du den auch? Auf der Map, aber naja, da, perfekt. Ja, man muss nur den richtigen Korridor. Aha, das ist doch von außen schon, ja. Dann ist die Map eigentlich random oder ist die vorgegeben? Bitte? Ist die Map eigentlich random oder ist die vorgegeben? Das weiß ich nicht, ich glaube, die ist vorgegeben. Ja, sieht auch so aus. So. Pure Wissenschaft. Oh, das ist aber voll lang. Gift-File, wow. Geil. Klingt gut. Und das. Ein bösartiger Dolch aus den Chelicheren einer Wolfsspinne können wir generieren, an dem immer noch das Gift haftet. Spinnenfangdolch. Also wenn ihr Spinnenfang habt, Seidenseil und Gift, könnt ihr sowas bauen. Oh, auf B ist ja ein Baumenü, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das wäre verrückt. Ach, auf B ist das versteckt. Ah. Ja, das ist ja crazy. Ja, okay. I, ausgestopfte Milbe.
Achso, Igitt. Ja, aber das ist nicht das. Wo kann man denn craften? So. Können wir jetzt diese Bögen bauen, die man mit Spinnenbeinchen bauen können? Die Insektenbogen? Die haben Level 2. Spinnenbrocken okay. brauchen wir 2 dafür, Spinnenfang brauchen wir 2 und Seidenseil. Ganz kurz, bevor wir uns wieder verlooten, ne? Wir wollten eigentlich zur Eiche und wir brauchen auch noch was zu trinken, nehme ich mal an. Ja, dann lass das erst angehen. Brauchst du noch trinken oder bist du versorgt? Ich brauche trinken, auf jeden Fall. Wo kriegen wir das her? Dann machen wir doch das als erstes. An den Bäumen einfach nach oben gucken und da siehst du irgendwann... Ich sehe nichts. Ich sehe auch gerade nichts mehr. Da ist nichts. Morgens sind wir wahrscheinlich viel. Wir brauchen diese... Hier ist was, ich bin bei mir, Eichel. Bei mir. Sehr gut. Ey, falls einer von euch eine Eichel sieht, Simon, denkt dran, dass die wichtig ist. Mir. Damit wir weiterkommen. Wir brauchen nämlich die Eichel dringend für die Schaufel und die Schaufel brauchen wir für die Milben und so weiter. Aber das ist nächstes Ziel. Das ist ja Explosion. Ja, eben, Eiche. Stimmt, zu der Eichel-Explosion. Die befindet so eine andere sich Nee, das ist andere, das ist der falsche Marker, sorry. Oder wie mache ich den Marker wieder weg? Was denn, hä? Bei mir, wo ich gerade bin. Ja, aber ich bin doch gerade zu dir. Da war doch dein Name. Das war mein Marker. Sorry. Wo ist denn die Eiche? Ist das hier? So, hier. Das Grüne? Nee. Wo ist die Eiche, Nikolaus? Ich habe keine Ahnung, wo die immer... Hat die nicht irgendwer schon gespottet? Hier ist jemand genau über mir. Ja, Achtung, ich habe aus Versehen, glaube ich, ein paar Ameisen mitgebracht. Oh, okay. Ja, dann helf dir. Komm. Aber die greifen doch normalerweise gar nicht an. Warum greifen die denn jetzt gerade? Ja, vielleicht, weil ich eine getötet habe. Aber ich brauche deren Greibschrapscher. Achso, oh, ich bin auch down. Wir sind alle down. Oh. Ja, scheiße. Es sind nur noch 2. Ja, ich muss aber ein bisschen gucken, was ich smart bin. Ede, wo bist du? Er ist gerade auf Toilette. Achso. Ich komme eben respawn zurück. Oh Mann, okay. Oh, fuck. So, jetzt greifen die mich hoffentlich nicht an, weil dann kann ich die wiederholen. Ja, guck die gerade jetzt nicht an. Ja, super. Doch, ehrlich gesagt, aber nur mich halt, ne? Ja. Okay, ja. Ja, dann. Ja, toll, schon wieder tot. Du stehst halt auf und da war direkt eine Ameise. Ja, aber ich hätte auch nicht kämpfen müssen mit ihr. Achtung, du wirst angegriffen. Nee, gerade nicht. Ich okay. Halt einfach durch. Okay, ich mach jetzt mal gar nichts. Ja. Siehst du die eine hier? Die macht Terror. Die ist noch ein bisschen. Die ist aggro dann halt, ne? Ja, die haut anderen, ab. Jetzt haut's ab. Okay. Wasser ist noch. Wo war das Wasser? Nein, das Wasser ist weg. Ah, das ist ja so lustig. Ich seh's nicht mehr. Okay, verdurste eventuell gleich, aber wollen wir den trotzdem einfach mal zum. Wir warten ja noch auf Ede. Simon, bei mir. Bevor du verdurstest, Simon, hast du auch die Option, noch das Dreckwasser zu trinken. Stehst du? Hier ist es. Wenn du bei mir stehst. Und dann. Siehst du es? Ja, ich hab's. Ja, genau. Geil. Ja, stark. Boah, ist aber echt schwer zu spotten, ey. Meine Güte. Okay, jetzt habe ich wieder. So, danke. Sehr gut. So, dann warten wir noch auf Eddie. So, Ameisen, was macht ihr hier? Hey there, buddy. Das sieht auch, guck mal, wie süß der aussieht. Die ist betäubt. Die ist betäubt. Bam, bam, Stein. Jetzt haut sie ab. Das ist halt echt ganz cool, dass sie flüchten, ne? Also wenn die... Ja, wenn die keine HP mehr haben. Ja. Na gut, egal. Aber normalerweise sind die eigentlich neutral eingestellt, glaube ich. Ja, klar. Erst wenn man sie angreift und dann holen sie ihre Buddies. Aber du brauchst noch mehr davon. Warte, dann kann ich noch ein paar geben. Ich habe noch ein paar Sachen gefunden. Ich habe einen richtigen Hunger. Ich habe mir noch hier schön mit Essen. Simon, ich habe den in den Kopf gelegt. Ja, gleich. Holen wir gerade noch. Gut, Robert, ich habe mich verpasst, hab mir coole Sachen gebaut. Alter, wir haben gerade Ocelot geratet. Was? Ja. Ocelot, den Ocelot? den einen, der hier lebt. Wo ist wo war denn nochmal das, wo man die Sachen analysieren konnte? Ja, das war gerne Anfang. Yes. Wenn du auf M drückst, ist das diese lila Forschungsstation. Oh, die ist aber weit weg. Es gibt zwei verschiedene. Ich habe eine weitere gefunden, schon die andere. Deswegen verwechsel ja, die. Aber weiß einer von euch, wo jetzt diese vermaledeite Eiche ist? Ja, ich nehme mal die große Eiche, die da im Hintergrund steht, oder? Der rote Baum. Stimmt. Ja, okay. Also das in diese sein. Wo ist denn hier? Ich hab's markiert, Etienne, auf der Map. Ja, dann lass mal hin, oder? Aber wie komme ich da hin? Blau zu Fuß? Da,
Ja, Eddie wollte doch zum Forschungsstation gehen, oder? Achso, was wolltest du denn forschen? An der Spinne was? Ich hab so viele Sachen im Inventar, ich wollte mal gucken, ob ich da noch was hab. Die Spinnensachen hast du schon da reingesteckt? Zwei davon, ja. Gift und diese Zähne da von ihr. Also ich hab hier noch Pilzauswuchs, Fliegenpilz, Pollen. Was ist das hier? Milbenpelz. Aber wollen wir ganz kurz, wenn wir einmal zur Eiche gehen, kriegen wir die Eiche hin. Ja. Und dann kommen wir, wer ist denn da schon wieder tot? Ich bin verdurstet gerade vor euren Augen. Lol. Also bei der Eiche kriegen wir halt, hier ist noch ein Werkzeug. Ja, dann gehen wir zur Eiche. Eiche. Hier ist eine Axt, wem gehört die? Einfach. Bei mir wahrscheinlich. Ja, da liegt sie. Wahrscheinlich im Mädchen. Weil das Ding ist, wir brauchen eine Eichel, um über weitere Sachen zu craften, die wir brauchen. Sonst sind wir in so einer Sackgasse. Eichel oder Eiche? Ist Eiche. Eine Eichel und eine Eiche verwandt? Ja. Oh, eine riesen Schnecke. Schnecke, ne? Ja. Oh, eine Schnecke, ja. Boah, Schnecke. Keiner drin. Warte, da ist Wasser. Das muss ich mal eben. Simon Kretschmer, Hausbesitzer. Dieses Haus gehört nur mir. Ja. Ui, das ist Spinne links, Vorsicht. Oh, da ist aber ein Zaun davor. Können wir da schon hin? Also ist das hier, ihr seid schon sicher, dass wir hier richtig sind? Oh mein Gott, da ist eine Spinne. Aber es ist halt eine Eiche. Oh nein, ich hasse Spinnen. Guckt mal hinter euch. Da ist eine Spinne. Nee, ich guck nicht hinter mich. Nee. Einfach rennen. Oh nein, hier sind... Na, seid ihr da bei mir? Okay. Ja, du führst uns jetzt. Durch den wilden Trubel. Und, ist bloß ein Baumhaus? Nicht zu weit links. Hier, wir sind doch da, oder? Das ist ja schon. Wir sind da. Sonst gucken wir mal, ob Eichen Eicheln haben. Hier ist eine Eichel. Ah, yes. Guck, geil. Hammer. Saftklumpen. Was ist denn das? Eine Blattlaus. Ah, Brechwerkzeug benötigt. Oh, das ganz viele noch. Und Wasser. Wasser ist hier auch. Ah, oh, herrlich geil. Sauberes Wasser? Ja. Oh, stark. Und links steckt auch die ganze Zeit mein Signal aus. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Wir sind nah dran. Ja, wir sind. Hier war die Explosion ja auch, ne? Eichelschale nehme ich mit. Brauchen wir auch, oder? Ja, klar, da kannst du ein paar Sachen craften. Also hier ist ein Vogelhaus und dann ist da die Eiche. Oh. Und ich nehme an, wir müssen irgendwie unter die Eiche, bei den Wurzeln irgendwie lang. Ja. Oh, da ist auch Spinnennetz, das können wir doch für unseren Bogen verwenden. Ja, geil. Spinnennetz. Für Stufe 2 Bogen. Geil, hoffentlich finden wir noch mehr davon. Hier ist ein Eingang in die Dings rein. Schnapp mir das mal. Was? Spinnennetz angreifen. Ich habe kein Inventar, ich habe keinen Platz mehr. Hier sind ganz viele Sachen zum. Genau. Netz. Also hier geht's in die. Unter die Wurzel. Oh Gott, hier sind die Spinnen. Oh nein. Dann lass da nicht. Also unter dem Baum sind die Spinnen. Okay. Ich meine, ich weiß nicht, also ob wir das zu viert, aber vielleicht ist das auch eine dumme Idee. Hey, one-shot nun. Mhm. Ja, das sind aber nicht diese Wolfsspinnen, sondern das sind so vielleicht andere. Die free-shotten uns. Vielleicht sind das nicht so aggressive oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Wer weiß das schon? Du bist jetzt nicht pissed auf mich, oder? Ich hab dich doch nicht angegriffen, ich wollte gerade sagen. Hier klingelt's da und die Trick-or-Treat-Kids sind da, ey. Die Trick-or-Treat-Kids sind da. La 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 la. Also. Wie lautet da geht's unter die. Untersuche die Explosion an der Eiche. Ach komm, ein Kind. Mann, Nikola, du hast das gesehen. Was war das denn? Ja, ich hab gehauen. Ich hab ausgeholt, glaube ich. Aber die hat mich mit einem Biss gekillt. Es hat zum schweren Angriff, glaube ich. Oh, noch eine. Die greift an. Ja, okay. Das? Ich krieg sie. Gut? Ja. Jetzt wird sie gejagt. Keine Chance. Ja, also. Falling Damage? Question. Ja, gibt es. Ich glaube schon, ja. Question. Question. Wollen wir da jetzt. Haben wir uns diesen Turm hier eigentlich mal angeguckt? War da mal eine. Haben wir alles gebraucht? Über den Baum? Vielleicht kommen wir da raus. Da ist doch ein Ast. Das sieht gut aus. Pass auf, da kommen wir doch vielleicht raus. Ich war schon oben drin hier. Ich habe mal schon die Spinnennetze Achso, ne, wo bist du denn? Warst du oben in dem Dings schon? In dem Haus? Da konnte man nicht reingehen, aber ich bin drum gelaufen und habe mir Spinnennetz gekrallt. Ah ja, geil. Dann kann ist ich nachher die Spinnennetze geben. Alter, ich hab so viel Kram hier. Hammer. Ja. Alter, hier ist eine Spinnenhöhle! Ja, unter dem... Ja, wow, okay. Wir wissen es.
Etienne, renn. So. Ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen, oder? Naja, also das Ding ist, wir müssen die Quest ja erstmal noch quasi erfüllen. So, die Explosionen. Okay, müssen wir genau. Und das ist kein Brechwerkzeug. Alkohol. Sehr gut. Ich hatte jetzt an Songs von Taylor Swift gedacht, aber okay. Also ey, mal kurz wirklich dumm gefragt. Gleich meine Axt geworfen. Na, okay, ich sehe schon, ihr wollt die nicht angreifen. Vielleicht. Es wird auch bald dunkel. Ja, eine Axt Hammer gelandet. Auf jeden Fall. Ja, ein Hammer ist ein Brechwerkzeug. Ja, deine Axt liegt hier noch. Ja, die suche ich ja die ganze Zeit. Wieso sammelt mir das Zeug hier nicht auf? Hier bei mir. Nee, das habe ich da alles hingelegt gerade. Warum nimmst du es nicht mit? Weil ich zu viel habe. Das ist deine Axt, also. Und ich brauche Eiern, Eichelschalen. Ich nehme alles mit. Warte mal, hier ist ich habe eine große Dose Getränk gefunden. Ach echt? Stark. Und noch mehr Eicheln. Leute, ich habe was gefunden. Ich habe die Explosion gefunden. Oh, stark. Okay, dann ab zu Nils. Glaube ich. Es wird langsam dunkel. Oh. Oh ja, geilo. Ich habe ein Labor gefunden. Noch eins. Das dritte, oder? Okay. Oh Gott, das ist Spinnen her. Au, geil. Wo bist du denn gelaufen? Wow. Ach, hier. Oh. Geil. In einem Labor. Oh, versteckt. Hier sind überall Ameisen, gell? Ja, aber die greifen ja nicht an. Die greifen erst an, wenn du sie angreifst. Ich hab sie schon längst angegriffen. Okay. Kommt Boah, Hammer. Ich habe richtig viel hier freigeschaltet. Ja, warte eine Sekunde, warte auf uns. Warte doch nein, hier ist einfach uns. Nur so ein Analysegerät. Wow. Das ist nur so ein Analysegerät, wie es auch schon in dem anderen steht. Keine Sorge, ich habe hier nichts gemacht, was nicht ohne euch. Es ist einfach ein fucking Raumschiff, Leute. Lass abheben. Oh geil, richtig viel geilen Scheiß analysieren. Das ist unsere neue Base. Hier ist es zum Öffnen, wollen wir mal drücken? Hier sind Wenn du noch irgendwas hast hier, Eddie, guck mal, hier kannst du mal gucken, okay. Ob du noch was analysieren kannst. Sicherheitsabriegelung aktiv, schwarze Ameisenhügel. Hier an diesem Eichenlabor. Gerät halt. Hier sind so viele Geräte, Nils. Das hier? Rohstoffsuche. Nee, die seid schon an mir vorbeigelaufen. Ein Raum. Ach, du bist vorher. Das hier. Okay. Ja. Saft. Wir sollen Burglar beim Aufstehen helfen. Ja, hier, bei mir. Hier bei mir. Da ist er. Das ist ein Roboter. Das ist ja cool. Auf die anderen warten? Wollen wir auf die anderen warten? Okay. Offensichtlich nicht. Jetzt zieht aus. Hammer! Hallo! Oh, ein Schnurrbart! Oh, Süßi. Können wir gar nicht benutzen. Den, guck mal her, wir haben einen Roboter gefunden. I am sure this all must be very disorienting for you. But actually, I suspect you were miniaturized by Dr. Tully's spacer device. Spacer. Jetzt kriegen wir Antworten. Here in the yard? I do not know. In fact, I cannot seem to recall much of anything. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. Hey, das waren wir, ne? Also wir haben ja quasi diese Maschine aktiviert und dadurch ist es explodiert. Wir sind schuld. Ups. Oh, wir sind voll schuld. Service. Wo bin ich? Wo bin ich? Eichenlabor. Du warst hier. Nicht töten! Wer hat dich denn da schon wieder geschlagen? Imon. Nee. Ey, ich hatte als Kind hatte ich einen Roboter, der sah fast genauso aus. Du meinst diesen Taschenrechner, gell? Nee, ich meine wirklich diese kleinen, so kleine Laufroboter. Und Pfannenwender als Arm. Ja, das ist das Geilste, ne? Wie oft muss er Pfannen wenden, damit das wichtig ist? Oha. We have been shrunk. Dr. Wendell Tully's spacer platform. Patent pending. Shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains. And memory loss is a known side effect. Deswegen wissen wir nichts. Hopefully your memory will return in time. Bestimmt. Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve as the short order cook of the future.
Ah. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. Was passiert gerade? Ja, nichts quatscht. Den Roboter an. Ja, ich muss hier mal quasi den Dialog anklicken. To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's spacer platform. Okay. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have suffered several malfunctions from the explosion. I am sorry. But it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Solution. Aha! That is a great idea. Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to get it fixed up. Processing. That's cute. Memory fault. Code 408B3000. Ominent. Oh, 948. Runtime error. Arg. I am sorry again. It appears I have sustained more damage to my memory chips than expected. Expected. I do not know how to repair these spacers. Dr. Tully, science here. Two types of chips to back up my memory. Oh Leute, hier geht's noch richtig tief runter, ne? Are small capacity chips used to store project data. If you find these, I should be able to help you learn new survival recipes. Oh, ooh. Super chips are special, and they are gold. They back up full directories of my memory system. Oh Gott, zwei Stunden gleichzeitig. If we are going to fix the spacer, that data is bound to be on a super chip. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Return with any memory chips you find. Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Each lab is used for various experimental procedures. I can upload processing. Error. Alter, wer hat das denn gerade? Ey, mit euch zu spielen ist einfach eine Vollkatastrophe. Oder ist es super? Es ist super. Es ist super, aber es ist auch eine super Vollkatastrophe. Ich sterbe gerade. Geh mal kurz was trinken. Unbetrugter Zugriff hier. Offline Terminal. Wir müssen irgendwie Strom reinkriegen in den Laden. Wir haben nämlich jetzt nicht mal Strom gemacht, das ja. Oh, es ist dunkel draußen. Na toll. Oh mein Gott. You will be granted access to the ASL. ASL grants access to daily work items. In my science shop, you can train raw science back for survival recipes from log on to the ASL terminal over there. Unless you have any other questions, you have an exponentially great day. Oh, war das? Das war eine lange Dialogsequenz. Aber ein schöner Computer. Ich mag den wirklich sehr. Mit seinen kleinen Ketten. Ich mag den auch. Oh, hier ist auch ein persönliches Bild von mit Foto, Foto von. Ich sag euch, wir sind die Wissenschaftler oder wir sind zumindest die Kinder der Wissenschaftler. Oh, stimmt, gute Idee. Vielleicht haben die uns richtig jung gemacht. Gleichzeitig, boah, das wäre. Klein und jung. So ein Nebeneffekt. Ja. Aber ich habe gerade Granaten erforscht. Okay, jetzt wird's wild. Vielleicht kommt es entgegen. Ah, keine Energie, wir brauchen Strom. Das ist schon echt ganz geil gemacht. Ah, hier im Layout. Das ist richtig so Triple A irgendwie. Das sind so richtig. Es ist Obsidian. Ich meine, das sind ja richtig gute Leute. Also. Ja, aber das ist so richtig fertig, ne? In einer Zeit, wo alles Early Access ist, wirkt hier alles total fertig. Ja, man muss, also es ist seit Ewigkeit, nee, das ist, es war ja? Early Access sehr, sehr lange. Ich habe es ja gespielt, als es Early Access war. Okay. Ich war auch in diesem Labor, ich erinnere mich jetzt dran, ich war hier auch mal drin. Aber jetzt ist es eigentlich, glaube ich, die vollfertige Vollversion. Ah, okay. Hast du schon gelevelt? Nee, kann man leveln? Ich gar nicht. Was? Man kann leveln? Mädchen ist intrigued. Geil, ich hab grad 500 Wissenschaft ergaunert.
Das ist ja so geil. Das sind einfach diese kleinen Batterien. Man darf hier gar nicht so durchlaufen. Man muss sich das angucken, ey. Das ist einfach so geil. Gott, ich liebe das. Oh, da ist ein PDA. Hört ihr das auch? Das sind die Kids. Hört ihr das auch? Ja, ne? Das hören wir auch. Ist auch ein Rohstoffsucher übrigens. Ja, der geht. Ne? Dann können wir dann... Ey, der geht nicht, aber der ist hier. So. Okay. Ich weiß aber nicht, warum der nicht geht. Es steht nicht da, warum der nicht geht. Keine Energie. Keine Energie. Ja. Ja, wir bauen Strom irgendwie. Wir hatten auch beim anderen Lager diesen Rohstoffsucher. Sachen scannt, ja. Aber wie level ich denn? Keine Ahnung, Charakter? The lab network is now up and running in the backyard. I'm planning to dedicate each one of them to a different function. Neue Quests. Main power will run through here. The Oak Lab is the center of operations. Also, wenn man automatisch levelt, haben wir schon. War die hier schon? In dem Maschinenraum? Such wonderful Maschinenraum. From up there. Oh. Side note, I'm worried that ominous. Die Batterien? Ja, ja, da waren wir gerade. Ja. Es gibt so Türen, sonst stirbst du, sagt er mir. Was? Klingt wie eine Drohung, lass dir das nicht gefallen. Essen? Trinken. Und zwar du hast eine Schmiede gekauft. Sehr geil. Draußen ist wo? Ja. Das ist ein großer See, da kannst du raus trinken, aber es ist halt. Oder Simon hat vielleicht noch Wasser dabei? Ja! Kann man hier eigentlich auch Sachen bauen? Wasser dabei? Nee. Hab ich nicht. Nee? Ah, schade. Ich bin gleich tot, Leute, ihr müsst mich gleich wiederbeleben. Wie viele Sekunden hast du noch? Weiß ich nicht, aber er hat steht ja Durst. Oben, läuft ab. Ich weiß nicht, ob wir dich wiederbeleben können. Warte mal, habe ich was zu trinken dabei oder so? Nee, ne? Wieso kann ich denn Saft nicht trinken eigentlich? Ja, weil das klebrig ist. Ich habe Honigtau, das geht aber auch nicht, ne? Nee, man braucht ein richtiges Wasser. Wo ist Wasser? Nein, draußen, beim See. Achso, das ist der Simon. Musst du mal hochkommen zum Ausgang. Oh, aber geil, jetzt haben wir die ganzen Crafting-Sachen, die wir machen können. Simon, hast du die gerade freigeschaltet oder wie war das? Nee. Ich habe Sachen gekauft, ja. Ich weiß aber nicht, ob die das waren. Und dann hier lang. Was hast du die gekauft? Ekliges Wasser, aber Hauptsache Wasser, ne? Alter, ich sehe gar nichts mehr gerade. Es ist so dunkel und meine Fackel ist leider nicht weggeworfen. Wo denn? Achso. Nikola, wo eigentlich? Hier bist du hier runtergegangen. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ja, er läuft noch langsam. Kann ich dich 30 Sekunden noch. Hier? Ja, einfach trinken. Oder reinspringen. Boah, man sieht hier einfach gar nichts mehr. 21 Sekunden nur noch, Mann! Ja, spring doch ans Land. Da ist doch Wasser. Jetzt komm mal zum Wasser und trink einfach. Ich sehe kein Wasser, es ist zu dunkel. Bist du mittendrin? Jetzt ertrinkt er im Wasser. Er verdurstet dann im Wasser. Shit, ich muss aber sagen, ich bin auch im Wasser. Das ist gar nicht so einfach, da nur zu trinken. Jetzt bin ich tot, Alter, Nikola, ey. Kann man hier runter? Nee, ich hab's auch gesehen, Nikola, ist schon deine Schuld. Kannst du mich wiederbeleben da, Nikola? Nee, ich hab nur noch deinen Rucksack, der treibt hier am Wasser. Krass. Aber wiederbeleben kann ich ihn nicht. Ah, wow. Ich sehe ihn auch, ja, aber ich kann ihn auch nicht nehmen. Sensationell stark. Er muss ihn einfach holen. Machst du? Ich trinke die ganze Zeit, aber es bringt nichts. Dann komme ich hier runter. Das ist halt das Problem. Nicht, das ist sehr geil. So, Leute, wie sieht's aus? Hier wird mir angezeigt, setze deinen Respawn-Punkt. Ich will jetzt meinen Rucksack wieder. Okay. Wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, wäre schon sinnvoll. Seid ihr alle runtergegangen, alle, oder? Ja, ne? Ne, wir sind draußen. Ich bleib beim. Echt? Scheiße, ich seid gar nicht durch diesen Untergrund, durch den ich gerade gehe? Nein, Nils, du kannst doch auch mal zuhören. Merkst du denn nicht, was wir hier die ganze Zeit machen? Ja, ich dachte, ihr seid hier runter, weil ihr wurde mir da angezeigt. Und dann bin ich da hinterhergelaufen und bin in so eine. Hast du mitgekriegt, dass ich verdurstet bin? Ja. Im Wasser. Aber das beantwortet doch meine Frage nicht, weil da, wo ich bin, ist auch Wasser. Nein, wir sind am Wasser gerade, draußen, oben. Ich bin im alten Ameisenhügel. Oh Gott, wenn ich hier sterbe. Ich hab ne Dings gefunden. Eddie hat den Ameisenhügel. Scheiße! Oh mein Gott! Oh ho ho! Oh ho ho ho! Ho 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 ho! Shoot! No! Oh Gott! Wow! Nils, du weißt, dass wir dich hören können, ne? Entschuldigung! Oh fuck! Ich bleib bei oh shit! Ich bin du Ausdauer mehr! Gut, ich mach jetzt noch da. Alles gut. Oh shit! Oh fuck! Oh shit! Hier, Nikola,
Ja? Was ist denn hier, du kennst dich doch am besten aus. Was ist denn jetzt der Plan? Zurückgehen, würde ich mal sagen. Sobald wir Eddies Päckchen haben. Zurückgehen zu dieser einen Basis oder zu unseren Schlafplätzen? Zu unseren Schlafplätzen, hätte ich gesagt. Okay, da können wir auch einen Schlamm bauen. Ist ein bisschen tricky zu sehen. Siehst du denn? Ist gar nicht so einfach, das zu finden. Oh Gott! Okay, Eddie ist wieder da. Helf mir mal, Nils. Das ist bald vielleicht. Achso, jetzt down. Okay, ab zu Nils. Wie lange hast du noch? 20. Was? Okay, wir haben ganz viele neue Aufgaben. Okay, 20 schafft man nicht. Ein Pilzstängel. Hat man alles verloren, wenn man stirbt? Mein erstes Mal. Dein Rucksack ist halt. Liegt dann da. Da ist alles so drin, oder was? Ja, ich denke, ich glaube schon, ja. Alter, Leute, ich habe eine weitere Forschungsstation entdeckt. Weiß ja nicht, ob das relevant ist, aber wir haben es auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir da mehr Sachen freigeschaltet? Weiß oder ich nicht. Vielleicht kann man da andere Sachen freischalten oder analysieren. Ich weiß es gerade nicht. Jetzt auf jeden Fall habe ich mal zwei Sachen analysiert gerade. Also nicht so bis respawned, oder? Alter, es ist einfach alles weg, was ich hatte. Ja, das kriegen wir wieder, kein Problem. Haben wir bei Eddie jetzt auch gerade gemacht. Ihr wollt meinen Rucksack wiederholen? Ja, du holst ihn wieder. Du, aber wir schauen dabei zu. Genau. Ja, okay. Wir klatschen dir dabei. Dann können wir das ja gerne mal probieren. Mal gucken, was... Oh, ich freue mich drauf, wie ihr reagiert. Okay, dann sammeln wir es wieder im Labor. Alles zusammen. Also, wir gehen ins Labor. Ja, da ist ja... Wir brauchen halt Überlebensmittel. Ja. Na, wo ist die Eiche denn nochmal jetzt hin? Ja gut, das ist natürlich schwierig zu sehen. Also ich bin in irgendeinem Spinnengebiet gelandet. Ich wollte eigentlich weg, aber ich... Oder? Scheiße, Alter, ich werde gleich gefressen. Ich mach mal ein bisschen Gamma, ein bisschen hoch, wenn man was sieht hier. Kein Scheiß, Alter. Leute, ich bin irgendwie ganz falsch gelaufen. Oh nein, du bist ziemlich weit weg, ja. Ja, I know! Warum machst du sowas? Ah nee, das bist du. Ach, das ist ein anderer Marker. Oh, was Dummes, Simon. Ja, wieder alles. Hallo, bist du noch im Labor? Ich? Nee. Nee, Simon? Nee, ich bin auch draußen. Ich wollte zum blöden... Jetzt bin ich auf dem See. Ich wollte eigentlich nur zu unserem... zu unserer Station. Ach so. Und dann bin ich aber falsch gelaufen und bin bei irgendwelchen Spinnen gelandet und wollte dann nicht bleiben. Oh Gott. Na gut. Hey Leute, ja? Ich weiß natürlich, dass ihr tapfer seid. Ja, und stark und mutig. Aber um ehrlich zu sein... Weiß ich nicht, ob ihr so tapfer und mutig seid, aber das müsst ihr selber entscheiden. Willst du nicht rein? Doch, ich voll gerne. Ich will nur nicht, dass ihr hinterher sagt, so, oh, oh, oh. Ja? Das kann natürlich sein, dass wir das sagen. Ja, warte mal, hier ist doch die... Bin ich nicht schon da? Gott, wo bin ich gehe jetzt mal Eingang, damit du weißt, wo der Eingang ist. Ja. Warte mal, da ist... Ich stehe Eingang jetzt. Ja, ich finde das schon, glaube ich, hier so lang, ne? Können wir einmal so rum, nicht so falsch abbiegen, weil sonst bist du bei den Spinnen. Ja, ja, ja. Ein bisschen tricky. Aber ich glaube alleine, also ich würde das schon zu viert machen. Achso, ja gut, dann brauchen wir Simon noch. Der ist aber gerade... Ja, ich also versuche gerade nicht zu sterben. Nicht, ist. Wir brauchen ja, Waffen und alles. Ey, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt machbar ist. Ehrlich gesagt. Ach. Aber ich zeige euch gerne mal, wo ich langgelaufen bin. Das wird euch interessieren. Mal. Seid ihr alle hier? Nee, ne? Eddie ist noch da, aber Simon ist gerade noch versucht zu überleben. Nehmen wir es mal so. Ja, ich habe halt Schiss, dass ich gleich wieder ersaufe. Ich überlege halt schon jetzt, wie wir an Wasser kommen gleich. Also ja, da... Man hat was gefunden hier. Ja, also da ist Wasser. Spinne! Also auf eure eigene Gefahr. Also bitte. Ich gebe auf! Jetzt auf Eddie warten. Oh, Simon ist über den Zierteich gegangen. Wir sind hinter dir, Eddie. Hä? Ja? Alter, also, dieses Spiel geht mir auf den Sack. Das ist mir zu spinnig und zu dunkel. Der Dunkel ist gerade schwierig. Also, du kannst den Nikola nehmen aus der Kiste, ja? Bleib ein bisschen hinter mir, dass du abhauen kannst. Ach so, die... Ja. Was erwartet uns denn da, Nils? Riesige Ameisen. Oh. Da sind die auch lieb. Und... Denk ein Zahn. Hier ist ein Zahn und da geht's... Oh. Es geht hier runter und ich weiß nicht, ob ich da wieder rauskomme. Da unten sind aber Riesenameisen da. Oh, ja, die springen hoch. Ja, eben gesprungen. Nee, da würde ich auf keinen Fall runterspringen. Ah,
das ist ja cool. Wie viel Loot hast du denn dabei gehabt? Wir wollen natürlich auch unser Loot erstmal in Sicherheit bringen. Hast du dein Loot da unten? Ja, alles in 23 Zentimetern. Lustigerweise steht da Zentimeter, was ich sehr lustig finde. Ich kann auch alleine darunter und es einfach versuchen. Ihr müsst ja, also jetzt das wisst ihr wenigstens... Das ist eine gute Idee. Dann bringen wir unser Loot in Sicherheit und retten Simon und dann... Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich da wieder hochkomme. Weiß der Chat, ob ich da wieder hochkomme? Ey, wenn wir Pfeil und Bogen hätten, könnten wir die töten. Das wäre ein richtig starker Loot. Lass uns das mal ausrüsten, bevor wir das wiederholen. Ich glaube, das despawnt ja nicht. Oh, die ist gleich hier oben, die Ameise, ey. Einmal durch den Ausgang. Ihr könnt übrigens, wenn ihr X drückt, Leute, könnt ihr die Tiere analysieren. Und dann kriegt ihr die Schwachpunkte. Tschüss. Habt ihr zugehört? Ja, mit X kann man Ameisen analysieren und dann Schwachpunkte sehen. I don't know if I will live to tell the story. But I will give my best. Wo geht's hier, Leute? Jetzt bin ich... Ach, du meine Güte. Ich bin lost. So, ich such mal Simon. Jetzt ist meine Fackel leer. Ja, ich hol gerade gleich erstmal mein... Ich bin jetzt ja tot. Ich mach Achso, du bist respawned, okay. Ja, oh nein. Die ganze Zeit... Also ich wäre ja längst tot, wenn ich jetzt gewartet hätte. Scheiß Fackel. Oh, man sieht halt einfach gar nichts. Es ist super nervig gerade. Es ist gerade 3 Uhr. 4 Uhr ist es gleich. Ja, aber man sieht halt einfach nichts. Du kannst auch das Kamera hochstellen ein bisschen. Ich lebe! Hey Leute, freut ihr euch? Ja, das ist toll, dass du lebst. Das freut uns. Nichts anderes erwartet. Hier ist ein Wasser. I made it! I'm so happy right now! Braucht noch mehr Wasser von euch? Also sind alle zu weit weg. Also ich sehe nichts. Das ist der absolute Oberhammer. Ey, ich weiß nicht mal, wie wir hier zu unserem Dings wieder zurückkommen hier. Ich kann ja mal einen Marker setzen. Da ist sogar noch ein Marker gesetzt. Auf von dir selbst. Okay, Freunde, was ist euer Begehr? Also wir versuchen, ich probiere mit Simon zurück zur Basis zu kommen. Versuche mich hier durchzu... Ah, Nils ist auch da. Hier ist auch da übrigens, Nils. Wenn wir den Zahn hier aus dem Weg haben, da ist dahinter ein Gang. Wo haben wir ein besseres Equipment für? Oh. Nils, hast du noch Wasser? Ja, hier ist unendlich viel Wasser. Ja, ich bin durch. Stark. Okay, ich bin über den Zahn gesprungen und bin jetzt in der Höhle hinter dem Zahn. Ach echt? Oh. Das kommt man durch? Okay, cool. Es geht Spaß, immer tiefer, ich habe ein bisschen Schiss. Ja, viel Spaß. Grüß die Ameisen von mir, wenn du sie gleich sehen willst. Simons Marker nicht sichtbar, das ist eigenartig. Keine Ahnung, ich bin irgendwo bei Ede, aber ich suche ja eigentlich meinen Rucksack. Meinte ich. Ich glaube, ich finde den aber auch nicht mehr. Ist auf der Map markiert, glaube ich, die Rucksäcke. Wenn noch welche rumliegen. Naja, wird mir schon angezeigt, nur ich sehe, es ist halt super dunkel, ich laufe im Schwarz rum und orientiere mich aufgrund der Icons. Hast du mal ich weiß genau, wenn ich das jetzt finde, ist da natürlich auch wieder eine Spinne. Warte mal, ich komme mal zum Eingang zurück. Nicht so, Nikola, ich laufe jetzt mal zu dir. Ja, du bist da. Hä? Ich habe mir das Lager markiert. Also wenn du hier hinkommst, sind gleich da. Kommt man da rein? Und hier ist auch Wasser, wenn du... Oh ne, ist kein Wasser. Das ist Saft. Ich will einfach nur schnell mal in die Hütte zurück speichern und dann, mal gucken. Oh Gott, ey, was bin ich... Überleben. Wo bin ich denn jetzt gelandet, ey? So. Wo bist du denn eigentlich, Nikola? Ich nehme ganz viel Wasser, wenn du willst. Ey, Nikola, ohne dich, Alter. Hier ist ein See. Und hier sind wir bei der riesiger Basis. See. Da können wir es gleich hochrüsten und dann mal. Ja, das dann ist doch der Tunnel, wo ich her bin. Was ist denn jetzt? Armed Raspberry Punch O. Ja, das ist so ein Getränk, was da rumliegt. Simon. Was denn? Da ist eine Spinne. Da ist eine Spinne. Richtung Edi. Die läuft auf uns zu. Ich geh schlafen. Okay. Ich hab keine Ahnung, was soll ich machen? Wo ist eine Schlange? Spinne. Richtung, wo wir gerade hergekommen sind. Ja, ich sag ja, das ist ja die mich gekillt hat, nehme ich an, die ist mir jetzt hinterhergelaufen. Die läuft woanders hin, glaube ich, okay. Ah, okay. So eine Made. Ach Gott. Also es gibt auf jeden Fall auch andere Spinnenarten, falls ihr euch gefragt habt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon zwei gesehen. Da. Oh, das Essen läuft ab. Yes, ich geiler Typ. Nicht so geiler Typ. Yes. Hast du schon mal jemand gesagt? Oh, yes, oh, ist das geil. Okay. Das hier bitte. Okay, erstmal hochrüsten. Wollen wir uns vielleicht wieder mal treffen und ein bisschen zusammenbringen? Ja, gerne. Ich warte mal auf euch. Ich gehe währenddessen kurz mal raus und hole mir Cappuccino, aber wir sehen uns sicher gleich wieder. Oh, yes. Eddie Nils, wie sieht's bei euch aus? Ich bin gerade, ich habe normal am Zahn in der Höhle. So, jetzt. So, Menschen, ich bin wieder da.
Ja, sagt Bescheid, ja, wenn ich irgendwas machen kann. Er ist wieder da. Oh, ein Glück, ey. Ich bin wieder hinter den Lebenden. Und ich bin nicht gestorben. Ah, das ist ja fantastisch. Sehr gut. Soll ich zu euch kommen? Was ist der Plan? Gerne. Ich komme eben zu dir. Ich respawn mal eben bei dir. Okay. Soll ich warten? Okay. Bei dir. Bauen. Warte. Hallo. Ey, eine Frage. Nikola, ja? Hier wird mir gerade gesagt, setze deinen Respawn-Punkt auf dein offenes Zelt. Ich dachte, das hätte ich jetzt gemacht. Ja. Oder liegt es daran, dass ich kein eigenes Zelt habe? Lass doch mal gucken. Komm doch mal her. Ja, Moment. Weil ich bin einfach in irgendein Zelt reingegangen. Ich habe kein eigenes gebaut. Soll ich mir nochmal schnell eins bauen? Oder was? Nö, du kannst einfach da E drücken. Und Nils, kennst du hier den Science-Shop schon? Moment, hier steht nur benutzen oder umstellen. Nee, aber da kann man wahrscheinlich unsere Punkte für ausgeben. Das hat, glaube ich, Simon vorhin gemacht. Jetzt habe ich Genau. Danke. Aber ich glaube, wir haben geteilte Punkte, ne? Dann lassen wir uns ja, das ist auf jeden Fall teuer. Aber hier kannst du Sachen bauen für die Basis. Ja, das ist cool. Das finde ich nämlich super gut. Also Simon und Nils für eine zweite Basis bei dem Baum bauen. Natürlich. ich sehe dich aber. Wo bist du denn schon wieder? Irgendwie laufen wir aneinander vorbei. Ich bin im Raumschiff und brauche Fackeln, damit ich. Und dann kann ich euch einen geilen Weg zeigen, Leute, der zu wahrscheinlich krassen Geheimnissen führt. Das hat sich doch mal sehr. Ja, ich würde auch gerne mal eine Mission machen, so ein bisschen irgendwie zusammen. Das ist mir so ein bisschen zerfasert. Die also, wenn ihr wollt, ich habe hier in der Nähe des Baumes jetzt baue ich gerade ein zweites Base Camp, wo, wenn ihr herkommt, baue ich euch, oder ihr baut selbst, ihr wollt auch einen Respawn-Punkt. Aber ich will euch auch nicht zwingen. Wir können auch mal gemeinsam auf Erkundung gehen gleich. Ja, genau. Fände ich auch nice. Dann lasst uns das gleich angehen, sobald wir wieder bei euch sind. Können wir also ich habe hier auf jeden Fall einen Geheimweg gefunden, der zu irgendwas krassem führt. Also ich gehe gerne mit, Ede. Ich bin ja für Erkundung. Wann willst du es machen? Jetzt oder? Wir brauchen auf jeden Fall, ich würde vorher unser Loot möglichst stashen und würde dann, brauchen wir Fackeln. Ja, damit wir, weil da wird's dunkel. Nikola ist der Fackelbeauftragte. Meine Fackeln sind leider alle leer. Dabei. Ich habe reichlich dabei. So, dann. Ich muss kurz die Spinne austricksen hier. Ey, nochmal. Also wollt ihr, soll ich euch hier was? Ja. Oder? Ja, gerne. Dann lass uns doch hier treffen und dann rüsten wir uns aus und dann können wir ja los. Genau. Das klingt doch nach einem Plan. Dann brauche ich dir nochmal. Die Maden sind bei unter der. Ach, das sind die Maden, die hier die ganze Zeit hier die Erde kreuchen und fleuchen. Das sind Maden. So macht er denn nichts? Stark. So, Eddie, ich habe ein paar Fackeln dabei. Komm mal. Du kannst einfach nehmen, das Ding. Schade. Hier Steine. Ah. Hallo, Maisie. Hast du gerade jetzt auf die Dings eingehauen? Ja. Ist, na, ist doch lustig. Guck mal, der Ede weiß nicht, was man mit der Eichelschale hat. Über den Dummen in der Gruppe. Eddie, deine Fackeln. So, hier ist eine schöne Stelle für eine Base. Bau doch hier eine Base, Nils. Ja, ich baue hier jetzt eine Base. So, hier sind ein paar Fackeln. Wo sind die Fackeln? Ja, ich weiß nicht, wie die Fackeln. So, ich habe eine Werkbank gebaut. Könnt ihr alle gerne benutzen. Wo sind sie denn jetzt? Vor deiner Nase. Was ist los mit euch eigentlich? Warum seid ihr so gemein? Schrei mich nicht an, bitte. So, wie viel haben wir denn jetzt von den Fackeln? So, genau. Sind ein paar. Viele? Ihr habt ihr selber noch Dinger hier, um die zu richten, die Dinger? Achso, die Zelte. Mhm. Da können wir schon mal Blueprints. Ach ja, hast du schon. Mhm. Wir brauchen mal Kisten irgendwie. Mein Inventar ist voll. Ja, kannst du auch bauen, so einen Korb. Ich hab da, glaube ich, die Items dafür. Mein Gott, was da alles gibt. Das ist echt Hammer. Hier sollen wir mal so Wasserbehälter oder sowas bauen? Ja, ein Wasserbehälter wäre super. Ich habe leider, da fehlt ein paar Sachen. Hab ich doch schon. Ach, haben wir schon? Hast du schon? Oh, das ist ja ein Service, ja. So, ey, jeder kann sich ja hier so eine Kiste bauen. Habt ihr dafür Ressourcen? Weil dann verliert man den Kram nämlich nicht. Ja, ist eine gute Idee. Wie heißt das denn hier? Vorratskorb? Vorratskiste, ne? Vorratskorb, ja. Genau, Kiste oder Korb. Ich glaube, ein Korb reicht, ne? Ja, so, wer schläft wo? Wie viele haben wir jetzt davon? Ein bisschen viele, oder? Ja, vielleicht kommen noch Leute. Große Party. Es geht nur zu viert. Also dann lass uns nur eins davon bauen. Das ist doch Quatsch. Dann mache ich das jetzt weg. Und dann ist da noch Platz für einen Korb. Ich bin hier ganz links. Oh, reicht nicht. Madenhaut. Ich bräuchte mehr Madenhaut. Also, jetzt geil, ich habe eine Kiste. Ich glaube es ja kaum. Ach, die Kiste schon da? Na gut, dann alles nehmen, B. Ja, alles einlagern. Dann packen wir alles in eine Kiste, oder? Wäre das sinnvoller.
Nein. Okay. Nee. Dann will man irgendwas, sammelt man die ganze Zeit irgendwas und dann hat man das letzte Teil gefunden, um irgendwas bauen zu können, geht zu seiner Kiste und hat irgendjemand die komplett leer gemacht. Ich weiß so, wie das läuft. Das kann sein. Wie mir, für alles, was man bauen kann, fehlt mir mindestens immer eine Sache. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Vielleicht haben wir es wieder. Ja, immer irgendwas, zum Beispiel trockener Grasbrocken oder. Ja, warte mal, vielleicht haben wir ja einen trockenen Grasbrocken. Nee, die kann man, glaube ich, ganz gut bauen. Ich kann einen Basketballkorb bauen, also könnte ich theoretisch. Bitte? Okay. Auch schon eine gute Idee hinten. Eine Schmiede. Alter, ich kann eine Schmiede bauen. Soll ich eine Schmiede bauen? Ja, auf jeden Fall. Hier so neben die Werkbank am besten. Schmorf, gefällt das. Wo neben die Werkbank? Okay. Da, so daneben. Eine gute Idee mit den Kisten hinter dem Schlafbereich. Das also mir wird gerade gesagt von meinem Chat, dass ihr diese Basis gerade in einem Spinnen-Patrouillenbereich baut. Ich bin dabei, aber das kann ja sein, dass die Rechte das haben. Ey, wollen wir uns davon einschüchtern? Ja, lassen, ja, Nils. Ja, schon. Ja. Was ist los mit euch? Also ich habe jetzt hier übrigens eine Schmiede gebaut, wollte ich nur mal sagen. Stark. Hammergeil. Schmieden? Geil, wir können uns eine bessere Sachen bauen, oder? Nee. Wieso nimmt der denn jetzt die Fackeln nicht, ey? Was sind eure Main-Quests, die ihr gerade habt? Bei mir steht groß, erstelle ein Stück Rüstung. Ich habe noch nicht einmal auf eine Quest geachtet. Ich finde das Heckenlabor, hole einen Superchip. Bei mir auch, genau. Naja, wenn ich in der Nähe bin, ja. Töte Blattläuse. Was einigen. Ich habe eine Nebenquest, ich muss Blattläuse töten. Wasserbälle. Oh, ich muss mal trinken. Ja, habe ich auch die Quest mit den Blattläusen. Werde übrigens. Diese Main-Quests, Nils, ja, du musst trinken, ja. Die ja? haben wir vor an dem PC angenommen, oder? Du doch wahrscheinlich auch. Da war so ein PC, da konntest du so Quests annehmen. Da waren die her. Ah, okay. Das kann sein, ja. Dass ihr will abhauen. Also hier, es heißt, hier auf diesem Feld kommt nachts eine Wolfsspinne vorbei. Aha! Echt? Ja, ist so ungesicht. Oder wir töten die. Das wäre natürlich richtig doof. Sag ich ganz ehrlich. Hier kommt nachts eine Wolfsspinne. Hat mein Chat gesagt, dass die labern natürlich. Ja, aber meiner sagt das auch. Wie ist denn, das ist der gleiche Chat. Wie ist das denn, wenn man schläft? Also man schläft dann ja. Versteht ihr, was ich meine? Da hält sich die Spinne natürlich dran. Also, naja, wir sollten das mal ausprobieren. Die Ameisen looten Kisten? Bitte, was? Was sind das für Ameisen? Das sind ja freche Ameisen. Na gut. Ach, das riskieren wir es, oder? Schlafen wir einfach durch. Na, Willow, gefällt dir meine Kiste, oder was? Smoothie-Küche. Ich hätte auch gerne eine Kiste. Ich muss dafür ich mache jetzt erstmal hier wieder schön alle. Hier, Nils, du weißt doch noch, wie wir es in V-Rising gemacht haben, ne? So machen wir es wieder. Ja, schön die Sachen. Mhm. Nee, wir lagern alles schön ein. Und wenn jemand was bauen will, hat er immer eine gute Kiste. Achso, für jedes Item, jede Kategorie quasi eine Kiste. Und dann findet man alles, was man so sucht. Okay. Ich schmeiße nochmal das Bohren darauf. So, wir brauchen dringend, genau, was ich sagen wollte, es gibt hier, hallo Marienkäfer, wenn ihr eine Schaufel baut, ne, achtet mal auf den Boden, das ist jetzt relativ wichtig, es gibt ja auf dem Boden oft so aufgewühlte Stellen und da sind so Maden drin, ja, da sehe ich zum Beispiel eine. Ja, die brauchen wir. Die sind ganz, ganz wichtig. Hinterher? Weil wenn wir, jetzt geh weg, wieso, was, ey, was willst du denn hier, geh, ist unfassbar, du Madendieb. Hab ich sie bekommen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das ist wieder so klasse. Hast du sie eventuell auch gesammelt? Ja, hab ich ja auch, aber. Warum? So, und da brodelt so ein bisschen. Lautstärke. Ja, weil du schon wieder nicht bereit gemacht hast. Genau, und wenn der Boden so brodelt, dann müsst ihr die Schaufel nehmen und dann buddelt ihr an der Stelle und dann kommt da eine Made raus, eine fette, dicke Made, die tut euch nichts. Und dadurch, wenn wir die haben, damit können wir so Trinkgefäße machen und dann können wir uns da Wasser, sauberes Wasser reintun. Ja, klingt gut. Und dann verdursten wir nämlich nicht mehr. Und das können wir auch in diesen großen Behälter umfüllen. Und dann sind wir relativ sicher, glaube ich. Was ist das jetzt? Okay. Das ist der Zahn. Und wann machen wir den geilen Shit von Ede? Diese geile Exkursion. Ja, ich habe jetzt Fackeln. Theoretisch können wir von meiner Seite aus. Ich habe auch einen oder? Der Fackel habe ich im Packen. Genau. Ja, warte, ich komme was in, Nils. Ja, natürlich komme ich mit. Ich will noch was in die Kiste packen und dann bin ich ready. Na gut, dann treffen wir uns. Dass ich das jetzt nicht verliere. Außer die Ameisen looten alles. Aber wir sollten auf jeden Fall, ich habe schon wieder Durst. Wo kriege ich denn hier gutes Wasser her? Aus dem Topf hier. Shit, Durst habe ich auch. Also wahrscheinlich leer, oder? Ja, alles
Wasserbehälter ist leer. Ich sterbe gleich schon wieder, ey. Ja, okay, dann lass uns einmal vorher ausrüsten. Das ist ja sonst Quatsch. Wir müssen auf jeden Fall essen und trinken. Aber wo kriegen wir denn Wasser her? Hier ist noch dreckiges Wasser. Das ja, aber dann bin ich ja noch mehr vergiftet. Dann müssen wir schlafen. Da musst du trinken. Giftlos. Wie spät ist es denn eigentlich? Wird das gleich dunkel? Das ist gerade 12 Uhr. Nee, es dauert noch. 12 Uhr mittags, ne? Ja. Okay, dann sagt ihr Bescheid, ich geh nochmal auf Madensuche. Ihr sagt Bescheid, sobald ihr los wollt. Ich bin dann ready. Ja, ich im Grunde jetzt, dann gucken wir mal gleich. Das ist an der Made. Nee, das ist Wasser. Hier ist Wasser. Ich habe aber auch Frust, das tut mir leid. Ja, hungrig ist kein Problem, aber an der Fackel hängt noch ein bisschen was. Im Lagerfeuer. Ich hab grad was gebraten. Nee, das war meins, das habe ich schon genommen. Ach so, es war Simon. Ich habe leider nur das. Gut, wir können aber schnell auf die Jagd gehen. Ey, wir müssen mal das Wasser- und Essensproblem als erstes in den Griff kriegen, bevor wir größere... Der Behälter haben wir ja schon. Genau, und der Behälter, da sammelt sich doch das Wasser irgendwann, genau. Oder? Ich weiß nicht, ob sich das von automatisch sammelt oder ob man das doch, da reinpacken muss. Doch, da steht sogar trinken. Kannst du einfach trinken. Das sammelt sich von alleine, habe ich das Gefühl. Der Tau kommt doch da bestimmt rein, oder? Jeden Morgen wahrscheinlich. Ja, das ist doch geil. Ja. Das ist dann noch Hammer. Aber wo ist denn noch Tau, Freddy? Was macht ihr denn hier mit den Holzgrasplatten da? Weiß ich auch nicht, ne? Die sind irgendwie falsch. Kann man auch so Spinne. Die habe ich da einfach hingelegt, damit man da, ich wollte eigentlich ehrlich gesagt ein Haus bauen, aber das hat jetzt nicht Priorität, ja. Okay. Eichelbruch. Hier ist irgendwie, also ja, bist du noch kurz vorm Verdursten? Ja. Also ist ein Safttropfen. Der haut aber ab gleich. Aber Ede, geh doch an den Wasserbehälter, der ist doch voll. Putting on some more armor. Okay, dann wird der ist nicht voll, eben war der leer. Also zumindest kannst du kurz trinken, da müsste was sein. Gar nichts? Nee. Bei mir sagt er wieder. Also ich bin Hälfte voll. Ja, aber wenn du es machst, dann sagt er... Eddie, ich bin Hälfte voll. Wenn du kurz zum Verdursten bist, dann nimm diesen Tropfen. Ich bewache ihn gerade. Wenn du ihn nicht brauchst, trinke ich ihn, weil ich selber auch nur halb voll bin. Ich komme. Wo bist du denn? Ja, ich hüpfe. Ach, da. Oh, wir brauchen mal ein Püriergerät irgendwann. Dann kann man ja, das habe ich ja schon lange gesagt. Ach, hast du hier schon? Liegt ein Speer. Ist das dein Speer? Ich glaube nicht. Ich hab... Der ist oder mir, doch, den habe ich vorhin weggeworfen, nee, aber kann sie gerne haben. So, du hast ein Blütenblatt entdeckt. Hm, hier übrigens sind ganz viele Blumen. Made, wo bist du? Ja, wir sollten auf jeden Fall Nahrung und Getränke mitnehmen, weil wir wissen nicht, wie tief es da reingeht. Ja. In dieses Loch. Und es wird ein bisschen schwer, weil ich glaube, es ist so halb geglitscht. Oh, kann man das einsammeln? Oh, hast du schon Trinken gefunden? Hab ich? Hast du Nils gefunden? Nils hat mir gerade ein bisschen Trinken... Shit, okay, aber ich brauche auch noch Nahrung. Oh Gott, Ratnet, Spinne Junior. Oh Gott. Ich renn. Tschüss, Spinnchen. Wart ihr schon in der Dose drinne? Ist nochmal ein Trink. Ja, also da war leer, glaube ich. Oh Gott. Nils, hier oben ist noch trinken. Für dich. Also scheinbar ich sammelt sich das Wasser gefunden, nicht automatisch. Man muss es hier ist noch Wasser, hier ist Limo. Will jemand Limo? Ich bringe einen Freund mit. Zu viel also hier sammelt sich wohl nicht automatisch. Man muss es wo platzieren. Alter, was ist das für eine süße kleine Spinne? Okay, ja, die macht ganz schön Damage. Die ja, die Spinne ist voll schlimm. Warum hast du die zu mir gebracht? Ich bin tot. Ja, ich bin auch tot. Jungs, hier, lass uns das zusammen erledigen. Ja, okay. Warte, ich helfe dir. Sie haut ab. Ich heb dich wieder auf. Ey, benutzt gegen die Spinnen die Axt. Ich glaube, die sind schwach gegen Axt. Okay. Und stark gegen Stichwaffen. Ist das so? Echt? Gegen Stichwaffen? Bei der Wolfsspinne stand das, ja. Ja, der hat keinen Schaden bekommen durch meinen Speer. Ich habe sie die ganze Zeit mit dem Speer angegriffen. Doch, die nimmt Schaden mit dem Speer. Mit der Axt ist halt weak. Ah, da. Also, ich muss nochmal fragen, aber was ist jetzt der Plan? Wollten wir los, oder? Wir wollen zu Eddie, glaube ich. Ja, ne? Ich bin bei uns in der Base und warte nur darauf, dass ich brauche noch irgendwie Nahrung für die Reise. Haben wir einen Grill da? Ja. Dann würde ich mir jetzt noch was auf den Grill schmeißen und dann können wir von mir aus los. Na, treffen wir uns gleich beim Lager vor. Ich muss kurz meinen Loot wiederholen. Ich glaube, ich leider auch eine Spinne gerade angegriffen. So, das Ding muss ich hier, glaube ich, abbauen. Oh, schon wieder tot, Alter. Abenteuer. Ah, Gott. Und unter ein Blatt stellen. Könnt ihr... Okay. Ah, okay, Simon ist tot. Nee, ja, so vielleicht. Ist auch besser. Aber du hast ja Respawn hier, oder? Genau. Okidoki. Was? Kann ich denn jetzt? Da steigt ja Wasser aus dem See auf. Ist ja lustig.
So. Ich habe Nahrung dabei, Wasser ist fast voll. Von mir aus können wir. Ja. Was, uns aufmachen. Weg, oder was? Ich tue noch ein paar Sachen. Habt ihr alle Fackeln? So. Habt ihr alle Fackeln? Eine. Schleimpilzfackeln? Achtung, Ameise! Wo macht ihr denn schon wieder Ärger? Ah, stark. Gut, dann lege ich noch gerade mein Zeug ab und dann geht's los, oder? Ja. Mein wichtigen Kram, ja, den wir nicht verlieren dürfen. Ja, okay, so, dann, jetzt brate ich mir auch noch was, aber das geht ja schnell. Es wird übrigens schon wieder. Wird's dunkel? Nein, es wirkt nur so. Nee, okay. Es ist gerade 15 Uhr. Gut. Okay, macht euren Respawn-Punkt noch hier. Alter, bleib mal. Warum bist du so schnell? So, Fackeln sind jetzt. Sehr gut. Hier kann man Algen sammeln unter Wasser. Oh. Nicht, dass du wieder verdurstest unter Wasser. Okay, wenn man die Tiere roh fängt, dann sind die endlos haltbar. Wenn man sie brät, haben die eine reduzierte Haltbarkeit. Alter, was ist das denn hier? Das ist jetzt schon wieder eine Seerose, bist du gerade. Also ich bin jetzt komplett voll und ready for action. Me too. Sehen wir. Die ist gerade am Tauchen Made. Und Nils ist gerade noch. Was macht Nils? Ich verfolge eine Made, weil ich so eine Quest habe, dass ich 7 Maden töten muss. Blattläuse meine ich. Ja. Eddie, so lange kannst du Luft anhalten? Ja, da kommen ja Wasserblasen aus dem Ding hier. Ah, ja gut, aber ja. Wenn ich die töte, taucht das bei euch eigentlich auch auf? Ja, als, das zählt als Questfortschritt. 3 von 7 steht bei mir. Oh, ist er der krass. Danke. Hallo, Herr Ameise, Frau Ameise. Tschüss. Irgendwer von euch hat noch kein Zelt hier übrigens, ne? 1, 2, 3, 4 sind es doch, oder? Oh, nee, sind nur 3. Ja, ach, ich hab die Blaupause von etwas weggebaut. Ich dachte, das wäre über. Ich baue nochmal auf den Grund getaucht und da unten ist irgendwas Längliches. Ja, es könnte ein Kabel sein, es könnte aber auch kein Kabel sein, wenn ihr danke, versteht. Dyrados und Dark.de Mon. Was ist denn das? Und eine Kabelkappe, Alter? Und Schrevem. Und okay, Furam. Also wenn es hier noch länger dauert, dann gehe ich kurz mal. Lass Pipi doch jetzt machen. Mal machen. Dann geh doch kurz Pipi machen. Und dann stelle ich mich hier hin und guck euch an. Das ist der Wahnsinn. Dann haben wir und ja wieder kein Essen und Trinken. Dann können die Leute euch hören und euch sehen. Kreislauf. Also. Okay. Und dann bin ich in einer Minute wieder da. Dann mache ich auch keine Pause. Die Leute hören dich. Ich bin gleich da, Leute. Ich lasse euch das hier an. Bitte, okay, nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Simon, dann lass kurz das Zelt noch fertig bauen. Ey, Leute, ich hab dir auch die ganze Zeit gewartet. Natürlich ist mir irgendwann langweilig. Ja, ich merk's, aber es ist halt immer schön verletzt. Es ist einfach wie immer. Es wird sich nie was ändern. In 20 Jahren spielen wir immer noch genauso beschissen Multiplayer wie jetzt. Ja, es ist so. Find dich damit ab. Ich hab immer recht, ihr habt immer Unrecht. So, ich hab die Gesetz der Natur. Ist es nicht so, Simon? Ich kann auch eine Führungsperson bestimmen und die macht dann jetzt. Nein, das machen wir nicht. Funktioniert nicht. Oh, hallo Marienkämmer, wie geht's? Aber Leute, ich sag euch, da im Wasser geht's ab. Also danke, Shadow Warrior laufen, auch. Wir warten so hier noch, aber gleich geht's los. In den Schatten des Gartens. Im Wasserlevel. Tschüss. Ich kriege übrigens deine Kills auch. Ach nee, stimmt gar nicht, Nils. Ich hab auch welche gekillt. Achso, du hast auch 3 von 7? Ja, ich habe 3 von 7, aber ich habe die, glaube ich, selbst gekillt. Ich dachte, hab auch 3 von 7, deswegen. Moment. Ich hab nichts getötet. Das ist ja lustig. Aber ich habe gerade wirklich welche gekillt, deswegen dachte ich. Ja, lustig. Leute. Also nur noch mal eine Sache. Dieses Wasserding müssen wir unter Halme oder diesen Strohhalm hier zum Beispiel stellen, irgendwo, wo Kram rauskommt. Oh, oh, da ist übrigens ein riesiger Rabe. Alter! Oh ja, moin, wie geht's denn? Der hat richtig Bock auf uns. Der wird uns gerne wegschnabulieren. Was ist das für eine Burg da hinten? Eine Burg? Du meinst dieses, ja, so eine das Lampe oder so, oder? Ne? Dieses Gesicht. Ah, stimmt. Ach nee, stimmt, du meinst ein Ohr, anderes. Riesiges gelbes Ohr. Ja, markieren wir doch, wenn man markieren könnte, so. Pingen. Ja. Ich glaube, außerhalb der Map, oder? Wenn man so auf der Map schaut. Weiß es nicht. Oh. Der Rabe ist ein Freund. Ja, okay. Kein Futter. Was denn, jetzt kacken oder was? Also wir teilen uns scheinbar doch diese Sachen laut Chat. Ich hab ein anderes Tier getötet. Ach so. Also ob ich darauf achte. Wenn es kommt, wird es erstochen. Habt ihr bei der Response hier? Ja, schon vor Ewigkeiten gemacht. Hätt ihr auch?
Ja, klar. Sehr gut. Aber wer hat denn noch gefehlt? Weil gerade eben hat er noch eine. Ach, egal. Wir sehen es dann gleich, wenn ich jemand. Ich schwimme jetzt zu dem Raben, Leute. Mir ist jetzt hier langweilig. Ede, okay. Wir müssen dich doch dann gleich wiederholen. Ja, aber ihr macht doch nichts. Ja, wir warten auf Nils. Und davor haben wir auf dich gewartet. Okay, wollen wir jetzt endlich in diese Höhle tauchen? Lass Action machen. Let's go. Jetzt. Haben alle eine Fackel. Yes. Alle brauchen Fackeln. Ich muss erstmal hier wieder aus dem Wasser rauskommen. Ich glaube, ich habe eine Fackel. Das ist unglaublich. Ja, das ist wieder mal schwer. So, ich baue gleich mal so einen kurzen kleinen Bogen. Du baust einen Bogen, das ist natürlich sehr, sehr geil. Ich habe gerade die Ressourcen zusammen. Ich komme nicht mehr hier raus. Ja, vielen Dank, Shadowfiend. Jetzt hast du auch noch ein Abo verschenkt. Was ist denn mit dir los? Bist du wahnsinnig? Glaube ich nicht. Wieso hast du Fliegenpilz? Hier werde ich wahnsinnig. Fliegenpelz oder Fliegenpilz? Fliegenpelz. Hier ist ein Goldfisch, Alter. Zu den. Irgendwie entfernst du dich immer mehr, Ede. Ja, weil ich nicht aus dem Wasser komme da. Ich muss ja irgendwo einen Rand finden. Hier. Wollen wir dann gleich einfach nochmal schlafen gehen? Das ist ja jetzt Quatsch. Nachts. Wie viel haben wir denn? Wir können ja nur 8 Stunden schlafen und es ist gerade 18 Uhr. Ich glaube, das wird nichts, oder? Ja, mal 8 Stunden warten. Na gut. So. Okay, also, dann baue ich uns jetzt ein riesiges Haus. Hey, wo seid ihr denn jetzt? Das ist der Wahnsinn. Ich wollte hier so einen Wasserspender unter diese Blätter da packen. Ach so, müssen wir den Wallers platzieren. Ja, Simon meinte schon, den müssen wir unter den Strohhalm platzieren. Von ja, also mir wurde gesagt, dass man die zumindest, vielleicht nicht der Strohhalm, aber da, man muss die schon unter irgendwas, was tropft, stellen. Ah ja, okay. Das scheint nicht einfach so zu generieren. Ich habe aber auch nirgendwo was gesehen, das tropft. So Leute, seid ihr ready? Ja. Bist du jetzt, wenn du jetzt da bist, ich bin gleich bei euch. Seht ihr mich schon? Ja. Okay, dann let's go, okay. Oder was? Follow, yes. Follow me. Okay, dann ich, alle. Ich führe euch zu Valhalla. Okay. Wo ist nochmal das Raumschiff? Ja, hier lang. Ja, ja, ich fange euch ab. Da wo es raucht. Da müssen wir nämlich hin. Wir müssen wieder ins Raumschiff Innere. Simon auch da? Ja, ich bin auf dem Weg. Das findet uns ja. Komm, Simon. Das wird super. So ihr werdet richtig stolz auf mich sein, wirklich. Bin ich jetzt schon. Hin und weg. So, wo ging es nochmal dahin? Ja, da, wo der Nils ist. Genau. Nils hinterher. Einfach dem Nils hinterher. So, jetzt müsst ihr schon mal eure Fackel anzünden, bitte. Jetzt schon, dass ihr nicht runterfallt. Einfach Gamma erhöhen. Trick 17. So. Oh, okay. Oh, jetzt das war's. Gehen wir dem Nils hinterher. So, und dann springen wir mit. Ja, genau, Nils, sehr gut. Wir haben das jetzt so einfach hingekriegt. Aber lass uns doch Simon warten, der ist ja. Ja, aber wie hat er das denn jetzt? Ah, ja, hier okay. Simon, hier sind wir. Ich weiß nicht, was mit der Fackel. So, seid ihr da? Und jetzt hier in die Hülle hier. Kann man die Fackel? Warte mal, Nils, nicht zu so schnell, warte mal. Du bist schon wieder viel zu weit vorne. Ich bin bei uns. Ich bin dir. Ach so, wie seid ihr denn hier hin? Man kann ja auch sogar runterspringen. So, pass auf, und jetzt tauchen wir hier. Und hier hinten ist jetzt der Geheimgang, Achtung. Ach so, du bist. Okay, wo kommt woanders? Ja, ich sag's euch doch. Hier unten, seht ihr das, wo ich bin? Yeah. Hier geht's runter. Okay. Oh Gott, es ist stockdunkel bei euch auch? Wir haben noch eine Fackel. Aber meine ist ausgegangen, ich habe die falsche gebaut, kann das sein? Ja, wir haben diese Schleichfackeln. Okay. Alter, hier ist lebende Organismen. Oh, 30 Sekunden nach O2 noch. Und hier geht's noch weiter runter, wir müssen jetzt durchtauchen. Alle. Hoffentlich sterben wir nicht alle. Das wäre so gut. Könnt ihr mal vorwärts? Dann können die Kinder hier Luft. Ich sehe nichts mehr. Was siehst du denn? Ja, Zecken oder was das sein soll. Was ist das? Wissenschaft? 14 Sekunden schon. Leute, oh Gott, wohin? Ich habe keine Dingsbombs. Ja, ich bin, glaube ich, auch gleich tot. Okay, wir sind gleich alle tot. Weiß gar nicht, ob man hier überhaupt hin soll. Nein. Okay, ich bin tot. Ey, ich habe die Verbindung zum Host verloren. Ich habe auch Verbindung zum Host verloren. Ich bin auch tot. Hä? Das ist jetzt aber abgestürzt. Oh, okay. Ich glaube, das war das Klügste, was wir gemacht haben. Ich meine, der Tunnel ist geil, da ist bestimmt was Cooles. Aber, ja. Wie, wenn alle sterben, wird das Spiel abgebrochen? Ach so, deswegen. Ist das einfach jetzt Zufall gewesen oder was? Keine Ahnung, vielleicht weil wir alle gestorben sind, ja. Aber ich bin noch da, seid ihr alle aus dem Server raus oder was? Ja, ich glaube, das ist einfach ein Verbindungsproblem gewesen. Ja, das war einfach ein großer Zufall.
Das Ding ist, ich muss mich mal so langsam verabschieden, weil ich jetzt mit meinem Sohnemann St. Martin Halloween singe. Und aber ey Leute, das war echt spaßig. Ich freue mich. Let's do it again auf jeden Fall. Ja, Simon und ich spielen das ja mit Gnu und ab du bist nächste herzlich Woche, eingeladen. Ja. Du kannst gerne mitmachen. Aha. Leider haben wir nur 4 Slots. Das wird ist natürlich jetzt blöd wegen Nikola. Eigentlich wäre es natürlich auch cool, das in der Konstellation irgendwie weiterzuspielen. Aber Gnu ist gebucht Profi, auch. Gnu's Profi, ne, die hat es noch nie gespielt, glaube ich. Oh, doch, warte mal, hat die das schon mal gespielt? Ich glaube, sie hat es mal kurz angespielt, ja. Die meinte, genau, sie hat, nee, 50% hat sie schon durch, meinte sie. Ah, das ist auch natürlich krass. Okay, dann können wir, lass uns einfach über Discord diesbezüglich nochmal zusammensetzen und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Finden wir sicherlich irgendwie eine gute Lösung. Ja, ist doch gut, auch wenn der Nikola kann doch zum Beispiel, wenn mal einer nicht kann, springt der doch sicherlich gerne ein, wenn er Bock hat und so. Das wird schon genau, klappen. Können wir ein bisschen so abwechseln. Oh, klingt doch super. Ja, okay, wir suchen nur noch einen richtigen Tag. Das kann man schon mal sagen. Ja, wahrscheinlich wird es der Mittwoch, aber wir können noch drüber sprechen. Lass uns über Discord das klären. Okay. Wer von euch streamt denn jetzt noch weiter? Ich werde noch ein bisschen streamen. Ah, da schicke ich dir die Leute vorbei, Ede. Ja, schickt mir eure Leute vorbei. Gut, dann schicke ich dir meine Leute auch vorbei. Ja, Mann. Und dann sehen wir uns alsbald, ne? Yes, sir. Jo, ciao. Tschüss. Ciao. So, und da schicken wir jetzt Ede alle Leute vorbei. Ihr könnt jetzt gerne einfach bei Ede rein. Ja, Grounded, wie immer ein leichtes Chaos, aber ist auch geil, dass man da so richtig mit Forscherdrang durch eine Welt kämpfen kann, die man ja eigentlich kennt aus seinem Vorgarten, aber dann auch wieder nicht kennt. Und dann sind die Gefahren gleich ganz anders. Jede Milbe wird zu einem Pflegefall, einem kleinen Tier, Haustier, dem man eigentlich am liebsten helfen würde. Aber nein, die Milbe muss sterben, damit wir leben können. Und all das und noch viel mehr werdet ihr jetzt bei Ede erleben. Ich weiß nicht, ob der Ede Grounded weiterspielt oder was er macht. Wir werden auf jeden Fall uns vielleicht heute Abend nochmal sehen. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, heute Abend zu spielen, habe mich jetzt spontan umentschieden, weiß noch nicht. Ich glaube, ich werde heute Abend einfach lecker essen gehen. Und wir sehen uns dann aber morgen wieder oder vielleicht dann halt heute Abend, heute Nacht. Ich kann es noch nicht garantieren. Aber wir gucken mal. Jetzt viel Spaß bei Ede. Schön, dass ihr vorbeigeguckt habt. Ich wette, das geht für euch heute den ganzen Tag nur noch so weiter. Alle von uns streamen. Heute Abend ist auch Wirt online. Gnu spielt, wie gesagt, Outlast Multiplayer, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach vorbeigucken. Und jetzt schicke ich euch los. Kabums, Leute. Bis dann. So, alle, die das jetzt als Stream, als YouTube gesehen haben. Ja, war ein bisschen konfus und chaotisch, aber wie gesagt, auch nicht minder unterhaltsam. Und die Abenteuerlust, die ist dann doch da. Wenn ihr mehr sehen wollt und beziehungsweise den Anfang werdet ihr dann nochmal sehen, aber wir werden uns sehr schnell durchspielen. Das wird länger, das wird nicht so lange dauern wie jetzt. Wir spielen, wie gesagt, ab nächste Woche wahrscheinlich immer mittwochs Grounded mit Gnu, Nils, Ede wurde eben auch nochmal eingeladen. Ich habe auf jeden Fall voll Bock drauf und wir wollen es vor allen Dingen storytechnisch durchspielen. Wir wollen das jetzt nicht ewig groß ausbreiten, wir wollen aber die 20 Stunden, die das Spiel dauert, auch wirklich investieren und auch durchspielen. Jede Woche dann mittwochs, ihr findet es dann als Video natürlich immer auf YouTube. Danke für euren Support, macht's gut Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir Grounded spielen. Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so ein Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!